verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines mit Falk Pirczek, a.k.a. der einhosige Bandit, a.k.a. Pretty Flacco, a.k.a. der Mann mit der grünen Mütze, a.k.a. Pfandflaschen-Cowboy, a.k.a. Der Letzte macht die Tür zu, a.k.a. Du bist richtig gut in pausenlosen a.k.a. Der kleinste Mann Europas, a.k.a. Ja. Der einzige Judoka, der nicht nur einen braunen Gurt hat, der a.k.a. Ich habe auf Budget für den Kliman gewartet, yeah. Ich meine, wann sagt Man sagt das. Der Cottbusser Finn Kliman, a.k.a. Und ich bin natürlich Jonas Imam, das Jonas Imam, yay! Wo ist Ivi? Wo ist Ivi? Das fragt der geneigte Hörer und Hörerin. Ivi ist auf so einem Kreuzfahrtschiff, das darf man sagen, oder? Ja, natürlich darf man sagen. Und vor allen Dingen, er ist entweder in der Karibik oder auf den Kanarischen Inseln. Also, er weiß es selber nicht, nee. Aber er wird es uns nächste Woche erzählen. Ivi ist gerade sowohl schwimmen als auch arbeiten. Deswegen sind wir beide... Was, wie ein Rettungsschwimmer? Das ist der Rettungsschwimmer. Ja. Rettungsschwimmer mit Punchlines. Deswegen sind wir heute zu zweit. Wir haben eine schöne Johnny und Falki-Folge. Ich habe mich heute als Finn Kliman verkleidet. Als zu seinen Ehren. Gott habe ihn selig, das wissen ja viele nicht. Schlaf gut, kleiner Prinz, sage ich da jetzt einfach nur. Ja. Inwiefern? Schlaf gut, also... Ich habe gerade... alles gut. Die Leute sollen das einfach mal googeln. Ich habe gerade verstanden, wie sich Frauen fühlen. Wenn... Okay, der Joke, the cut. Missverstanden. Hast du dich gerade unterbezahlt gefühlt, Jonas? Nee, ich hab's gesehen. Ich rette dich gerade. Ja. Nee, ist alles gut. Unfair behandelt auf jeden Fall. Und auch nicht rechtzeitig gewarnt vielleicht? Ja. Here we go, Comedy. Jonas, ich habe ein paar krude Thesen dabei. Hast du Bock auf eine krude Thesenfolge? Ja, aber ich finde es gut, wie du das aussprichst, weil mir ist gerade bewusst geworden, es könnte auch was Französisches sein. Crudités. Mm. Möchtet ihr ein paar Crudités? Kann ich ein paar Crudités reichen vor der Suppe? Gerne, da will ich auch noch ein Käffchen dazu nehmen. Schieß los. Also wir gehen gleich rein. Direktes Feuer. Oder willst du noch irgendwie Werbung für irgendwas machen, bevor wir hier hinten gehen? Nee, aber wir können hier so ein paar Sirenen einspielen und so. Crudités. Crudités. Mit Falk Pirczek. Ich beschäftige mich ja in letzter Zeit, wie du weißt, es wurde ja viele Süchte bei mir angegangen. Ich habe ja mit diesem Zucker aufgehört, wo ich gerade zuckerrückfällig werde, reden wir gleich drüber. Ich bin heute am Tag 29 der Rauchfreiheit. Ja. Aber das mit dem Trinken habe ich ja nicht aufgehört. Ich höre mit dem Trinken nicht auf. Trinken ist mein Leben und ich liebe es. Ja. Und du meinst jetzt nicht nur Wasser, sondern... Ich meine nicht nur Wasser, ich meine das gute Zeug. Du meinst auch Contro. Enchanté, meine ich auch. Aujourd'hui. Ich weiß, was ist denn ihr Fernet Branca? Einen schönen Fernet Branca? Finde ich den Namen schon ekelhaft. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ich hier einen Fernet Branca getrunken habe, aber wenn ich einen Fernet Branca. Ein Fernet Branca ist in meinem Kopf, wird von so einem dicken Mann ohne Shirt serviert. Ja, gut, das ist ja jetzt wieder deine erotische Fantasie, die damit dir durchgeht. Nee, aber so ein Fernet Branca, den habe ich so das Gefühl, den kriegt man so auf den Tisch geworfen. Hier ist der Fernet Branca. Also, den kriegt man also so der Werbung nach bringt den ja ein Adler. Ja, aber habe ich nicht ungewöhnlich. Ein Zeichentrickadler. So? Ja, ein wunderschön gezeichneter Adler, der durch so die Berge fliegt mit so einer Fernet Branca Flasche. Der würde jetzt hier ans Fenster picken, wir machen auf. Er kommt hier rein, stellt die Flasche ab und geht wieder. Aber ganz kurz, nur vom Klang, Fernet Branca, finde ich, klingt wie ein billiger Fuselschnaps. Der Name klingt nicht gut, finde ich. Ist wie Goldkrone. Da bin ich auch so, ja, was wird es wohl werden? Es wird räudig. Ist eine Goldkrone. Ja, aber das ist ja auch, weil die so tun, als wäre es mehr, als es ist. Also Goldkrone. Ja, völlig überhoben. Ja. Zumindest. Ich liebe Trinken. Ja. Und ich habe mich letztens mit Betrunkensein beschäftigt. Ach was? Ganz, ist ja ganz neu. Ja, aber diesmal nicht in der Feldstudie, sondern intellektuell. Okay. Und ich glaube, eine These zu haben, dass es, also verschiedene Leute präferieren eine gewisse Form der Betrunkenheit, die an eine gewisse Umgebung geknüpft ist. Und von dieser Umgebung kann man den Charakter der Leute ableiten. Wow, nochmal. Ja.
Vielleicht als Beispiel. Ja. Ich würde dich und mich als klassische Bardrunks bezeichnen. Ja. Wir sind Bardrunks. Naja, ich bin Bar angeheitert. Ich würde nicht sagen, dass ich... Dass ich ein Bar drunk. Ja, du bist eher Bar kicherig. Ja. Ja, Bar happy. Bar happy, genau. Ja. Du bist ja nicht mehr Bar drunk. Aber das würde ich jetzt einfach mal sagen: Du und ich gehören eher in die Kategorie, wir sind eigentlich am liebsten, wenn betrunken, in der Bar. Ja. Bar ist unser natürliches Habitat, da sind wir für uns am wohlsten. Naja, da arbeiten wir ja auch. Genau, da arbeiten wir. Da arbeiten wir, da leben wir. Ja. Da sagen wir krude Thesen über junge Frauen. Krude Thesen. Ja, krude Thesen. Bieten wir an. Wir bieten ja an. Krude Thesen würde immer aber angeboten. Auch über junge Männer. Auch über junge Männer. Und ehrlich gesagt, wenn ich es an der Stelle mal sagen darf, ich glaube gar nicht, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen so groß ist. Ich sag's jetzt einfach Dankeschön, mal. Dankeschön, Jonas, ich mach ein Gewitter ab. Nee. Also, wir sind da Bardrunks. Da kommt dann meine krude These gleich noch. Okay, ich bin gespannt. Wir sind Bardrunks. Ja. Und dann gibt's es gibt noch sehr viele unterschiedliche Formen von Drunks. Ja. Ich hab jetzt eine kleine Liste und ich würde gerne, dass wir die gemeinsam vervollständigen und vielleicht auch so die ein oder andere krude Dass über diese Leute aufstellen. Ja. Also, wir sind Bardrunks. Ich würde sagen, es gibt dazu noch den Volksfest-Drunk. Ja. Den guten, alten, klassischen Volksfest-Drunk. Reden wir auch über Rummel oder reden wir über Schützenfeste? Guck mal, Jonas, da müssen wir jetzt ein bisschen fächern. Ich würde zum Beispiel sagen, der Rummel-Drunk und der Volksfest-Drunk, die sind sehr nah beieinander. Sind sie, aber der Rummeldrunk ist der mutigere von beiden. Elaboriere, gefällt mir jetzt schon. Naja, weil der muss ja noch auf die ganzen Rides gehen. Also besoffen auf diesen Tassending zu sein, uiuiui. Aber nehmen wir nochmal an, wir nehmen jetzt mal einen klassischen... Ich will das nochmal sagen, uiuiui, ja. Ein klassischer, also für mich ist ein Volksfest-Drunk heißt Hans. Ein klassischer Hans. Ja. Ein Hans ist auf dem Volksfest betrunken. Aber was für ein Volksfest ist das? Deutsch-amerikanische Freundschaft, Oktoberfest? Naja, also für mich sind deutsche Volksfeste immer was mit Blasmusik zu tun. Ja. Ganz wichtig, Blasmusik. Mhm. Also Oktoberfest. Ja, man ist in so einem großen Zelt. Oktoberfest. Und man hat wirklich immer Angst, dass einer Heil Hitler sagt, wenn man wegguckt. Oktoberfest. Ja, also das ist für mich. Ja. Aber Jonas, für mich ist so jedes Volksfest. Ja. Ob das Volksfest bei euch in Buxtehude anders heißt, ist mir völlig egal. Woher weißt du, dass ich aus Buxtehude bin? Jonas, das habe ich nie erzählt. Ich habe deine Biografie gelesen. Ja, ja, okay. Deine Biografie gelesen. Meine Autobiografie. Deine Autobiografie. Wo ich zugegeben habe, dass ich aus Buxtehude komme. Ja. Also das ist für mich alles dasselbe. Ich weiß, da werden jetzt Leute ganz wütend sein und sagen, ja, die Bergkirchweih in Erlangen ist nicht das gleiche wie die Vasen in Stuttgart. Am Ende fickt ihr alle eure Cousine. Ja. Das ist mir völlig egal. Aber, warum das verdammen? Ich verdamme das erstmal nicht. Ja. Das hast du mir unterstellt. Vielleicht finde ich das Cousinengefickel auch nett. Es klang abwertend. Jonas, ich sag mal so, ich verurteile es auch auf Schärfste. So, jetzt ist raus. Jonas, ich finde es nicht so gut. Ich verurteile es auch, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich so über alte französische Romane nachdenke, da wird ja auch öfter mal eine Cousine gedrückt. Ja, aber, Jonas. Oder Jonas, ein Cousin. Jonas, da riecht man beim Knutschen Rotwein und nicht Bier. Das ist ein riesiger stimmt. Unterschied. Nee, aber es ist oder auch bei so englischen Adelsfamilien ja, da und so. Ja, nach Tee. Na? Ist ein Unterschied. Ja, ist das, Tee mit Gin. Tee mit Gin. Ja. Aber und dann wird der Mr. Darcy dann auch mal in die Ecke gezogen und wird ein bisschen rumgemacht. Oh mein Gott, Mr. Darcy. Oh mein Gott, Mr. Darcy. Weiß ich nicht warum, finde ich so viel angenehmer. Ja. Auch wenn es immer noch falsch ist. Ja, es hat ein bisschen mehr Stil. Ja. Also wie gesagt, es gibt den Volksfest-Drunk, der liebt Volksfeste. Ja. Das sind immer so, das sind für mich auch hauptsächlich Wochenend-Drunks. Ja. Wie, da ist dann so... Keine Profis, meinst du? Keine Profis, na... Aber das sind doch dieselben Leute, die um 15 Uhr anfangen, in der Woche Bier zu trinken. Nicht, auf der Arbeit. Nicht zwingend. Nee, manchmal sorry, ja. Nach 16 Uhr, weil kein Bier vor 4. Kein Bier das vor sagen vier? Sie dann auch kein, jedes genau. einzelne Mal. Genau, und dann sagen kein sie... Kein Bier vor 4, ne? Ja, alles unter 4 Zentimeter ist Carpaccio. Ja, genau. Genau, also das ist sehr, sehr ähnlich. Aber das sind... Guck mal, ich würde sagen, der Bardrunk... Der ist auch gern mehrfach die Woche ein bisschen eingeschäkert in der Bar, aber niemals in diesem blanken Ich-zerstöre-mich-Eskapismus, sondern das ist mehr so soziale Lubrikation. Genau, genau. Ja, man ist auch tipsy. Es ist nicht, dass man nüchtern da rausgeht, aber das ist nicht so, dass man auf dem Heimweg so besoffen noch an den Fingern riecht. Ja. Also das ist dann eher so der Volksfest-Drunk. Hui. Warum riecht man an den Fingern? Um zu sehen, ob die Zigaretten einen Geruch hinterlassen haben. Ob man jemandem gesagt hat, dass man herkommen soll. ob noch genug Öl im Auto war, bevor man losgefahren ist, genau. Aber was sind es denn dann bei Italien? Ah, nee, okay. Da kann man aber auch dran. Also, zumindest ist das ist ein großer Unterschied. Weil der Öl im Auto, Moment. Wofür ist das eine Metapher? Das ist keine Metapher. Das ist keine Metapher. Das ist eine andere Metapher tatsächlich. Kennst du nicht Oil Check aus dem Kampfsport? Nee, warum kriegst du das? Nee. Die alten MMA-Zeiten und so weiter. Da ist dann ja manchmal... Oh, wenn man den Finger in Poppes gekriegt hat? Oh. Oil-Check. Auch sehr problematisch. Ja. Wie gesagt, zumindest der Volksfest-Drunk ist für mich ein komplett anderer Drunk als der Bar-Drunk. Ja. Ich würde sogar verargumentieren, dass der Bar-Drunk und der Volksfest-Drunk nicht gut miteinander klarkommen. Hm.
Wie gesagt, wir kommen. Aber der Volksfest-Drunk ist für mich jemand, der geht in so alte Eckkneipen. Oder das sind auch nur, es gibt auch nichts anderes da. Es gibt eine Dorfkneipe. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Eckkneipe. Das ist eine Dorfkneipe. Das ist ein Unterschied. Ja. Eine Eckkneipe kannst du auch in der Stadt haben. Ja. Und eine Eckkneipe in der Stadt hat eine andere Energie als eine Dorfkneipe. Das stimmt. Und die Wahrscheinlichkeit, Heil Hitler zu hören, ist auch deutlich niedriger. Ist es. Und vor allem in der Eckkneipe kannst du einfach jetzt gehen in Berlin. Ja. Wenn du in eine gewisse Dorfkneipe, in gewissen Dörfern gehst, drehen sich alle um und gucken dich an, als wenn so wärst es. Ja. Du kannst unter Umständen sofort ein Problem haben. Ich finde es gut, dass die Leute auf dem Dorf nichts mehr hassen als Fremde. Egal welche Fremde. Einfach Leute, die von woanders her sind. Ich hab's dir schon mal erzählt, ne? Ich hab mal, da war ich deutlich jünger, da muss ich so 14 oder 15 gewesen sein, war ich auf einem Dorffest in einem Nachbardorf zu meinem Heimatdorf ja. und wurde da verprügelt, weil ich aus dem anderen Dorf kam. Und ich aber mein, war ich das mein, eine wirklich, alte Feindschaft? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie hieß nochmal dein Jenschwalde. Jenschwalde. Und wie hieß das andere Dorf? Ich glaube, es war Drachhausen. Oh. Da habe ich aber ordentlich, aber wirklich, muss ich echt sagen, ich habe richtig eine mitgekriegt. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, also Drachhausen klingt auch schon gefährlich. Die hat eine gute Eisdiele. Ja, nee. Also da würde ich nicht mitspielen. Wenn, ja. wenn ein Ort Drachhausen heißt, dann würde ich sagen, ja. Leute, ich gehe lieber nach ja. Unterwenningen. Unterwenningen, so. Ja. ja. Aber guck mal, Unterwenningen klingt schon eher wie wieder so der hohe Norden. Ja, so ja. Unterwenningen. Aber bei uns klingen die alle eher so wie ehemalige und Generäle. Im Norden sind die ja auch alle sehr viel, die gucken dich auch kurz an, aber die sind so introvertiert, ja. die können keinen Augenkontakt halten. Exakt. Also es geht gar nicht. Ja. Und dann sind die ja auch ein bisschen locker, du ja, weißt ja, in den Norddeutsch. Ne, da kannst du dich vielleicht noch eher noch dazusetzen. Nee, das kannst richtig im Norden sind die nicht schnackig. Das ist Hamburg. In Hamburg wird geschnackt. An den Rest von Norden, da musst du die Leute bezahlen, damit die mit dir reden. Da musst du so, kommst du so hin, sagst so du gut. So sehen auch die Prostituierten. Das ist dann einfach guten Abend. Und dann wartest du so und dann schiebst du dir so einen Fünfer rüber und der sagt, Jo, guten Abend, nicht. Und dann, das ist dann, du hast dann eine gute Abrechnung von 5 Euro die Minute oder so. Ja. Und das ist sekundengenaue Abrechnung. Da ja. machen die keinen Spaß im Norden. Nee, im Norden gibt es wenig Spaß. Ja. Naja, zumindest der Volksfest-Drunk ist für mich noch ein anderer Drunk, der existiert. Ja. Dann habe ich noch, und die sind sehr nah beieinander, vielleicht deckungsgleich, der Chirurgie-Drunk. Oh. Nein, okay. Zum Chirurgie. Ich hab's gleich. Chirurgie-Drunk. Wow, mein Sprachfehler. Der kommt eigentlich nämlich hier hin. Warte, der kommt in die Kategorie. Du warst so kurz davor zu sagen Cherokee. Und das war so, oh mein Gott. Oh nein, hoffentlich biegt Falk nicht ab. Der Volksfest-Drunk ist sehr nah am Hobbykeller-Drunk. Ja. Das ist, es gibt nämlich auch die Hobbykeller-Drunks. Das ist dann immer so ein... Ich glaube, die Schnittmenge ist hoch. Ich glaube nämlich weil auch. Weil Volksfeste sind nicht so oft. Also exakt. Die sind oft, aber nicht so oft. Exakt. Einmal im Quartal vielleicht. Ja. Und dann muss man ja dazwischen überbrücken. Und genau das macht man, indem man sich unten in seiner Männerhöhle... ja. wo die Alter nicht so vorbeikommen kann, genau. ne? Die Olle kann nicht so, außer ja. die Waschmaschine steht unten, deshalb muss die natürlich auch mal kommen, ne? Aber ansonsten, Werner, komm, wir sind hier alleine. Ja. 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 Und dann noch du sag mal, Werner, weißt du, was ein Ölcheck ist? Dann so eine richtig homoerotische Erfahrung unter der Deutschlandflagge. Ja, ja. Also, ja. Okay. Einigkeit und Recht und Flupp. Also der Volksfest-Drunk und der Hobbykeller-Drunk, sehr ähnlich, oder? Da können wir uns doch drauf einigen. Dann habe ich noch, das ist ein Drunk, der alle Drunks sein kann, glaube ja. ich, der Alone-Drunk. Ja, aber der ist ja alone, der geht ja, ja in der Regel nicht zum Volksfest. Aber der Alone-Drunk kann auch gleichzeitig ein Hobbykeller-Drunk auch sein, er kann auch ein Bar-Drunk sein. Also allein im Hobbykeller macht Sinn, allein in der Bar macht allein im Hobbykeller finde ich es mit das Saddeste, was geht. Wenn du nicht mal mehr in deinem Wohnzimmer sitzt. Das ist der Titel sondern der Folge, runter, allein im Hobbykeller. Und dann sitzt du alleine, guckst du auf den schlecht ausgelichteten Billardtisch ja. und hinterfragst so alles an. Also das finde ich richtig sad. Aber der Alone-Drunk, der kann ja alles sein, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Gibt es eine Sache, die... Ja, aber er kann kein Social-Drunk sein. Es gibt ja auch Social-Drunks. Ja, ja. Das ist aber das Einzige, Beispiel, was er nicht sein kann. Ich bin auch gern, ich trinke auch gerne alleine. Übrigens, der Alone-Drunk ist sofort ein Problem. Ja. Sobald ihr anfangt, alleine betrunken zu sein, großes Alarmsignal. Ja. Einfach Jahre ignoriert. Großes Alarmsignal. Das ist eine vollgekotzte rote Flagge. Bitte? Das ist eine vollgekotzte rote Flagge. Ist es wirklich? Ja. Also, ja. Der Alone-Drunk. Ja, das ist aber, ich glaube, das ist wirklich die ungesündeste Form. Ja, weil er an keine Konditionen mehr gebunden ist. Exakt. Der kann es immer machen. Ja. Der kann morgens aufstehen betrunken sein, abends betrunken sein, ja. dazwischen betrunken sein. Und er hat auch niemand, der spiegelt oder Feedback gibt. Ja. Ich meine, ich sag mal so, der Volksfest-Drunk kriegt ja auch nicht so viel. Ist es aber auch derselbe wie der Heimlich-Drunk? Nee. Ich war nie heimlich. Der Heimlich-Drunk ist ja das Gegenteil das vom Social-Drunk. Ja. Der versteckt sich vor den anderen, um zu trinken.
Aber der heimlich tut dann so, als wäre er nicht betrunken. Oh, das ist sad. Nee, der heimlich drunk ist der Schlimmste. Und der heimlich drunk ist aber auch manchmal unter Leuten der heimlich drunk. Ja, ja. Der ist dann gar nicht, er ist zwar alone drunk, im Sinne von, er ist der Einzige, der drunk ist, aber er ist dabei nicht allein, er ist unter anderen. Das ist, würde ich sagen, ist nochmal ein Unterschied. Ich muss die ganze Zeit an den Hausmeister denken bei Scrubs. Es gibt da diese berühmte Szene, wo er auf seinen Besenstiel gelehnt dasteht. Ja, ja, hoffentlich fragt mich niemand irgendwas. Und dann fragt ihn irgendjemand irgendwas und er ist so blablabla. Und dann so, in seinem Kopf ist es dann richtig gut. Richtig gute Antwort. Richtig clever. Das hast du gut gemacht. Also ganz, ganz kurz, das, der saddeste Drunk, oder? Ja. Der heimlich Drunk ist der Schlimmste. Ja, der Alone Drunk ist aber auch sad. Ja, aber der wird oft romantisiert, weil es oft Schriftsteller waren und so. Ja, ich hab's ja, ich hab ja auch manchmal, ja, trinkst jetzt ein Glas Rotwein beim Joke schreiben, schreibst drei Jokes und ab dem vierten ist nur noch Müll, weil irgendwie gar nichts mehr bei rumkommt. Und jetzt noch eine Kategorie, die ich hab, der Club Drunk. Ja. Der so Party, weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, das war ich früher. Du warst der Club Drunk, ja, ne? Ja, ich hab Clubs nicht ausgehalten ohne fünf Bier mindestens. Ich auch nicht. Ich war auch lange der Club Drunk. Aber dann, irgendwie, ich weiß nicht, wann es bei dir gekippt ist, aber ich glaube so ab 22, 23 war ich nicht mehr wirklich Uhr in einem oder Club. Alter? Ich bin auf 22 Uhr, gehe ich aus dem Club raus. Du bist der Typ, der um 20 Uhr kommt, eine Runde tanzt und wieder geht. Also alleine, gelaunt. Ja. Also, Freunde, morgen ist Fußball. Ehrlich gesagt, gar nicht so. Also ich finde, das ist fast sympathisch. Jemand, der um 20 Uhr oder gerade wann auch immer der Club gerade aufmacht. In Berlin kommt ja eh niemand vor eins. Ja, wahrscheinlich sogar inzwischen bei den ganzen coolen Clubs, wo wir gar nicht mehr reinkommen, wahrscheinlich noch ganz andere Also Zeiten. Bei den Hip-Hop-Partys und so weiter, da ging noch sowas, ab 23 Uhr ging's los. Ja, und ab 1 Uhr wurde es da wirklich geil, da gehe ich mit. Und vorher konntest du halt schon rein. Und ich war übrigens früher oft im Havanna in Berlin. Sag mir vom Namen. Das ist ein Schöneberg, der wahrscheinlich einzige große Schöneberger Club, der noch existiert. Mhm. Gibt's den noch, ja? Ja, den gibt's noch. Und der ist interessant, weil der hat mehrere Etagen. Mhm. Der ist in so einem Hinterhaus von so einem Altbau. Und die oberen beiden Etagen sind Salsa. Da wird nur Salsa getanzt. Unten gibt es einen relativ krassen Hip-Hop-Floor. Mhm. Und krass meine ich im Sinne von absolut proletenhaft. Ja, natürlich. Und dann gibt es daneben noch so einen 80s-Floor, der da angeschlossen ist. Mhm. Und das ist eine so weirde Kombo gewesen. Das ist eine weirde Mischung. Oben war es super nett. Oben waren die ganzen Erwachsenen, die Salsa getanzt haben. Ja. Wir sind ja eigentlich auch in den Club gegangen, um Frauen kennenzulernen, was auch absolut idiotisch ist. Ja. Aber das wäre eigentlich der Ort gewesen, aber weil wir zu toxisch maskulin waren, konnten wir nicht Salsa tanzen. Ja. Ihr wart nicht mehr bei den 80s, oder? Ihr wart locker nur im Hip-Hop-Club. Doch, manchmal, weil die Bar da leerer war. Da konnte man schneller an Getränke kommen. Oh Gott, das ist wie im CB in Cottbus, wo man auf dem Schlagerfloor die Drinks geholt hat. Ich frage mich immer noch, warum ich so dumm war, weil das Interessante war, wir hatten einen Trick, um da reinzukommen umsonst, wenn man da so gegen 21 Uhr oder sowas aufgetaucht ist, dann war da so ein freier Salsa-Kurs und die haben die Leute umsonst reingelassen, weil die dachten... Du hast einen freien Salsa-Kurs ab und zu belegt oder was? Ich habe nicht mitgemacht. So dumm. Ja. Das ist wirklich dumm. Ja. Weil du könntest jetzt wahrscheinlich echt gut Salsa tanzen. Ja. Was so hot ist, glaube ich, wenn du richtig Salsa tanzen kannst. Weiß ich nicht. Guter Cell. Es ist immer schwer, wenn man so groß ist wie ich. Weil manche Sachen funktionieren dann so, so nach unten. Salsa ist ein sehr hektischer Tanz. Mhm. Und dann, wenn du sehr groß bist, dann bist du einfach wie so eine riesige Windmühle, die ganze Zeit aber so ekstatisch durch die Gegend. Es ist wirklich ein Ding. Manche Sachen, ich glaube, Tango könnte ich zum Beispiel gut tanzen, weil es langsame, grazile Bewegungen hat, die auch sehr so, sehr so flüssig sind. Ja, als würde man so eine Kuh präsentieren. Von der Auktion. Es ist ab einem gewissen Größe bist du einfach. Das fand ich, liebe die These, dass bist du einfach ein Risiko. Du bist ein Gesundheitsrisiko für die Leute um dich herum. Aber Jonas, du könntest es jetzt wahrscheinlich. Bist du jetzt wahrscheinlich ein Skill, den du jetzt nicht hast? Ja, aber ich könnte es noch lernen. Ja, das stimmt. So um die 40 lernen viele Männer noch mal Salsa. Ja. Da kommt noch mal da kommt noch ein bisschen was rum. Diese, meine Ehe ist gescheitert. Wie lerne ich jetzt Frauen kennen? Wie lerne ich Und dann sind sie ganz stolz auf Und sich. Und dann machen sie Geld. Ja. Wenn sie in ihrem unrhythmischen deutschen Körper noch mal ein bisschen Salsa empfinden. Mit ihrer unbeweglichen Hüfte. Ja. Also wie gesagt, aber jetzt merke ich gerade, ich war mit dem Club Drunk, bin ich zu kurz gegangen, weil du hast gesagt, es ist ein Hip-Hop-Club und der fällt mir auf. Man muss den Club Drunk eigentlich auf die verschiedenen Clubs aufspalten. Naja, die anderen sind oft dann andere Drogen. Also Hip-Hop ist zum Beispiel schon, da gibt es richtig Club Drunks, Rock gibt es auch definitiv Club Drunks. Indie auch sehr drunk. Naja, muss das, ich auch sagen? Das zähle ich unter Rock. Ja, okay, das ist auch sehr drunk. Also alle Gitarrenmusik ist Saufen. Das habe ich ja immer gemacht. Also wir waren Hip-Hop ist Saufen und Kiffen. Ja. Gelegentlich vielleicht der ein oder andere noch Koks. Ja, aber Kommt nicht darauf so an, wie Gangster die Party ist. Ja, aber eigentlich hauptsächlich Gras und Alk. Ja. Stimmt. Wenn wir dann Gras, Bier und Zärtlichkeiten. Nochmal? GBZ. Nochmal. Gras, Bier, Zärtlichkeit? Gras, Bier, Zärtlichkeit? Ist das eine Band? Harris. Ah, habe ich letztens... Kommen wir gleich zu. Ja.
Du hast recht. Und dann die anderen, obwohl man sagen muss, in den ganzen Techno-Clubs wird ja auch getrunken. Ja. Also da ist es nur... Aber ich glaube, viele von denen, da sind dann doch eher aufputschende Drogen dann doch mal das Ding. Weil du musst auch lange durchhalten. Trinken ist schwierig, weil trinken führt relativ schnell dazu, dass du irgendwo in der Ecke versackst. Ja, ja. Vor allem, wenn du nicht gut bist. Ja, gute Trinker können das ja... Können das leveln, ja. Aber das ist ein Tanz. Und das ist schwierig. Ah ja. Ein nicht-alkoholisches Getränk, ein alkoholisches Getränk. Ein nicht-alkoholisches Getränk, ein nicht-alkoholisches Getränk. Weiß ich nicht, ob das so einfach ist, Jonas. Das wird ja irgendwann so, hab ich das immer gemacht? Aber selbst das wird ja irgendwann schwierig mit der Selbstkontrolle. Rede ich jetzt nur von mir, natürlich. Aber dann kommt wenn eine Shortrunde. Wenn das Geld knapp wird, dann wird es schwierig. Also gut, stimmt, wenn das Geld knapp wird. Ja, dann muss man sich überlegen. Ich habe jetzt noch 10 Euro. Ja. Will ich wirklich für 3,50 Euro ein Wasser kaufen? Jupp. Nein. Jupp. Ja. Genau, das sind meine Drunk-Kategorien, die ich bis jetzt habe. Den Volksfest-Drunk, der quasi der Hobbykeller-Drunk ist. Ja. Dann der Bar-Drunk, der Alone-Drunk und der Club-Drunk. Das ist einen ganz wichtigen vergessen. Bitte. Und der hat mit uns, mit unserer Sparte von Mensch zu tun. Der Bühnendrunk. Der Bühnendrunk? Dave Chappelle ist ein Bühnendrunk. Mm. Harald Juhnke, was für ein Bühnendrunk. Darf ich eine These aufstellen? Ja. Ich glaube, der Bühnendrunk ist immer auch ein Bar-Drunk. Okay, ja. Aber ich glaube, ein Bühnendrunk ist schon nochmal was Besonderes. Ja, ja, ja. Ein Bühnendrunk ist härter als ein Bardrunk. Weil ein Bardrunk. Nicht jeder Bardrunk ist ein Bühnendrunk, jeder Bühnendrunk ist ein Bardrunk. Okay. Und wahrscheinlich ist er auch gleichzeitig ein Volksfest-Drunk und alles andere. Es ist, glaube ich, ein Allgemein-Drunk. Ist ein Allgemein-Drunk. Ja, der Bühnendrunk ist, glaube ich, ein Allgemein-Drunk. Der ist so ein bisschen ist auch ein Alone-Drunk. Der ist der Fünfkämpfer unter den Drunks. Der macht alle Disziplinen mit. Ist irgendwie der Fünfkämpfer, stimmt. Das ist ja großartig. Weil wenn du an dem Level angekommen bist, obwohl ich weiß es gar nicht. Na doch. Hast du je richtig drunk performt? Also richtig drunk? Nein, nein. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe auch nie mehr getan, als mal ein Bier vor einem Auftritt zu trinken. Also da habe ich immer sehr aufgepasst. Ich habe schon mal angeschäkert. Ja. Ich habe eine Weile gekifft, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Das finde ich insane. Das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht. Und ich bin da runter und dachte, was war das hier gerade? Ja, aber ich bin ja ein Haschashin gewesen. Ich bin ja jemand, der extrem funktional war auf Weed. Okay. Also das hat ja immer funktioniert für mich. Ja. Bis es nicht mehr funktioniert hat. Ich aber es sagen, hat so sehr, sehr mit, lange funktioniert. So wie es immer mit dem Kiffen ist. Ist mega, bis nichts mehr geht. Nee, es kam ja dann irgendwann der Moment, wo ich einfach antisozial wurde. In der Hinsicht, dass ich es unangenehm fand, wenn so viele Menschen um mich herum waren. Und das ist halt sehr schlecht, wenn du auf eine Bühne gehst. Ja. Weil du dann irgendwann denkst, oh Gott, ihr nervt mich irgendwie alle. Ja. Eure Existenz nervt mich. Nee, bei mir ist eher so, also eher so Panikattacken. Okay. Also deswegen habe ich auch aufgehört zu kiffen. Ich habe ja irgendwann, glaube ich, Anfang August oder so aufgehört. Ja. Weil vor allem in größeren Gruppen habe ich gemerkt, dass sich mir so der Hals eher so zuschnürt. Ja. Und das fand ich dann gar nicht mehr so geil. Das ist interessant. Das ist am Anfang kann das Kiffen sehr lockernd sein für alles Mögliche und einen so mega relaxed machen. Und dann irgendwann kippt das um zu diesem leicht paranoid werden und so. Ja. Ich habe mich jahrelang gefragt, was die Leute damit meinen, mit diesem, ja, ich werde paranoid, wenn ich kiffe oder ich kriege irgendwie so Zustände oder so. Und dann fing es bei mir langsam an und habe ich gesagt, okay, jetzt musst du aufhören. Offensichtlich geht es nicht mehr. War genau dieselbe Geschichte. Ja. Und dann ist das Aufhören wiederum so easy. Ja. Weil du ja nichts vermisst. Du bist ja, ich brauche jetzt keine Panikattacke. Ja. Die nehme ich einfach nicht. Ja. Interessant. Ja. Das sind alle Drunks. Gibt's das sind alle Drunks, die ich gerade im Kopf habe. Ja. Weil wie gesagt, ich habe letztens überlegt, Vielleicht ist der Bühnendrunk auch einfach nur ein Bei-der-Arbeit-Drunk. Nee, der Bühnendrunk ist normalerweise jemand, der trinkt, weil er Lampenfieber hat und damit nicht klarkommt. Das ist ein ganz klassisches Schauspielerproblem. Ja. Die fangen an zu saufen, wenn sie jung sind, weil sie Angst haben, auf die Bühne zu gehen, weil der Stress so hoch ist. Und dann wird es eine Gewohnheit und dann wird es immer schlimmer. Es ist aber auch das Alkoholproblem für, jetzt ist die Show vorbei und ich darf mich belohnen damit. Und ich mache was damit die Nerven sich langsam wieder nach unten bewegen. Das war es bei mir immer deutlich mehr als davor, sondern eher dieses danach, wenn man noch so der Runterkommen-Drink so super tense ist und man denkt so, jetzt nehme ich einen Drink. Und es stimmt ja in a way auch, du wirst ja auch weniger tense, aber es ist ein grausamer Habit, weil du dir es absolut angewöhnst. Nee, also ich habe da letztens dran gedacht, weil ich habe letztens mit meiner Freundin darüber geredet, weil sie so ab und zu auf Volksfesten war und da getrunken hat und das so und da auch eine gute Zeit hatte. Ja. Und ich nichts mehr hasse als das. Yeah. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie man sozialisiert wurde. Also ich habe ja keine tollen Erinnerungen an meine Dorfjugend. Yeah. Und deswegen verbinde ich das mit sie so, aber schon, oder was? Ja, sie hat schon eher bessere Erinnerungen. Die mag die Leute auch. Das kommt trifft die auch noch. Ich habe das Gefühl, ich mach das gar nicht. Das habe ich viel öfter von Frauen gehört, dass es gibt ja Leute, sehr viele Leute, die nach Berlin kommen. Ja. Und dann, es gibt so viele Leute, und dann, nach Berlin. Dann erfährst du von denen ja früher oder später auch so ein bisschen, was sie so rausgetrieben hat in die Welt. Und ich habe das Gefühl,
Frauen haben mir bisher immer viel weniger, es gab ein paar Ausnahmen, die sehr drastisch waren, wo es richtig traumatisch war und sie deswegen da weg mussten, aber im Großen und Ganzen gibt es da auch immer noch so ein ja, und es war so eigentlich ganz schön auf dem Land und die ganzen Tiere und die weiß ich nicht was. Damit und die, die frische Luft und so. Und die Typen sind halt alle so, ja, ich musste da weg. Also, aber es ist eine spannende Beobachtung. Ja. Du hast recht. Also es ist zumindest also ist mir meine, das so untergekommen. Sehr ich weiß viele nicht, meiner stimmt. Freunde sind geflüchtet und sind so wie nie wieder ums Verrecken komme ich nicht mehr zurück. I would rather fucking die. Ja, aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, also zum Beispiel, also ich kann es so von meiner Freundin und mir gerade sagen, sie hat einfach nicht so schlimme Erfahrungen, ist einfach nicht so traumatisch. Ja. Und bei uns war halt zum Beispiel, ja, es ist Männertag, wir können da nicht hinfahren, weil da Nazis sind, wir können da nicht hinfahren, weil wir verprügelt werden. Ja, das ist einfach auch nicht so eine geile Erinnerung. Da gehe ich auch nicht aufs Volksfest, weil ich Angst habe, dass ich eine krieg nach dem dritten Bier. Ja. Also deswegen ist meine Assoziation, dass da halt nur, also sorry, nur Müll ist, menschlicher Abfall. Ist toxische Maskulinität. Ja. Ja. Ja, aber auch nicht nur das. Das ist für mich war es auch gefühlt immer, wie gesagt, sehr viel Projektion, sehr viel krude Thesen, aber so ein weirder Alltagseskapismus. Yeah. So dieses, oh, zu Hause ist Sabine mit den Kindern, ich fühle jetzt aber auch schon lange nichts mehr. Yeah. Und jetzt aber mal richtig einen reinsaufen und dann der Gabi an die Titten fassen. Und dann, also weißt du, das ist für mich, das ist so die Grundenergie, die das hat. Was du beschreibst, ist eigentlich eine Nation, die in Anhedonie lebt. Und versucht alles zu tun, um da rauszukommen. Ja. Anhedonie für euch zu Hause ist, wenn man keine richtige Freude mehr empfinden kann. Mhm. Und ist auch oft ein Zeichen einfach oder eine Folge von Depressionen oder ein Symptom. Und das ist eigentlich genau das. Also dieses so am Wochenende nochmal mit den Jungs ins Fußballstadion und da kann man dann einmal schreien. Und dann so besoffen sein, dass man in den ICE kotzt. Ja. Einfach so richtig doll sein und dann nach Malle und Volksfeste und Prügeln und im Zelt fingern. Das ist alles so richtig doll. Aber es ist aber auch nur so doll, weil der Rest so langweilig ist. Also ich habe nicht den Drang dazu, weil ich ja mein Leben nicht bitte hasse. Bitte fingert niemanden doll auf dem Volksfest. Ja, und ihr fingert euch liebevoll beim dritten Maß. Ja. Säuselt euch ins Ohr, wenn ihr warum bei dem dritten Maß jemanden fingert. Warum kann es nicht ein bisschen sexy und ein bisschen romantisch sein? Nee. Jonas, nee. Ich bin mir sicher, es gibt eine Menge Männer in Bayern, die immer noch träumen von diesem einen Mal, wo sie so ein für sie erotisches Erlebnis hat mit einer Hand unterm Dirndl irgendwo. Oh Gott. Oh, ich hab grad so ein irgendwas zieht die Leute doch dahin. Oh, ich hab grad so ein ganz ekliges Bier. Bier kannst du überall trinken in Deutschland. Ich weiß auch nicht, warum. Dafür brauchst du kein Oktoberfest. Ich weiß es nicht, Jonas. Ja. Aber das ist ja auch, das ist halt so. Es ist Cosplay für Spießer, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Es ist straight up Cosplay für Spießer. Wir verkleiden uns als diese fiktiven Charaktere, wie Deutschland mal früher war. Es ist Cosplay ist für Spießer. Das ist so eine gute These. Ja. Es ist Cosplay für Spießer. Wow. Total. Oh Gott, ich habe gerade so ein ekliges Bild im Kopf, wie so ein besoffener Typ, irgendeiner Alten. Man nimmt so sein Handy und gibt ihr so einen Kopfhörer mit so romantischer Kuschelrockmusik, die sie so reinmacht bei Spotify. Ohne dich schlaf ich heute Nacht an, sie zu nicht fingern, ein. Ohne während die dich Werbung losgeht bei Spotify, weil er kein Premium hat. Oh! Was ist denn nochmal gutes Spotify? Brauchen Sie Briefmarken für Ihren Einzelhandel? So eine Squarespace-Werbung, während sich ein Typ einfach in die Mars kotzt und dich fingert. Ja. Also, das ist gleichzeitig, das Multitasking. Also wer dabei nicht aufhört, Chapeau. Also, ich weiß auch, dass ich mir mit der These echt nicht viele Freunde mache. Ja. Gibt sehr viele Leute, denen das sehr wichtig ist. Du sprichst ein grundlegendes Problem Deutschlands an, nämlich, dass wir eine Alkoholiker-Nation sind, aber nicht drüber reden wollen. Ja. Das ist das nächste Ding. Also, wenn es so geil wäre. Ja. Ich gehe ja zum Beispiel auch, ich bin ja auch in Bars und trinke da nicht und hänge da mit Leuten ab. Buh. I know, ich weiß, es ist uncool, I get it. Aber ich gehe auch so in eine Bar. Wer geht nüchtern zum Oktoberfest? Naja, nüchtern hin schon. Ja, aber da bleibt niemand nüchtern. Nee, weißt du, du wirst das bestimmt kennen. Es ist ja so eine der Sachen, die man so in Suchttherapie ist immer lernen, ist die Frage, würdest du das tun, wenn du nüchtern wärst? Ah, also das ist nicht so ein großes Thema bei mir, was das angeht, aber ja, also verstehe ich. Und das ist halt das, da ist halt sofort Volksfeste, sofort raus. Da ist ja niemand nüchtern, niemand. Das zeigt dir, dass es eine unangenehme Veranstaltung ist, die man eigentlich nur betrunken erträgt. Ja. Ja?
Ja. Wisst ihr was? Wenn ihr nüchtern auf dem Oktoberfest seid oder auf der Vasen- oder Bergkirchweih, schreibt uns doch. Bin mal gespannt, wie viele Zuschriften wir kriegen. Dann seid ihr Terroristen. Es gibt keinen anderen Grund. Ich bin gespannt, wie viele Zuschriften wir kriegen von den Leuten, die seit 12 Jahren nüchtern auf der Vasen sind. Wenn ihr nüchtern auf dem Oktoberfest seid, dann arbeitet ihr entweder da oder ihr seid Polizisten. Ohne Witz, also, die sind auch nicht nüchtern. Die Polizisten? Ach, du willst mir jetzt hin. Wer da arbeitet, hält das doch auch nicht durch. Nee, da wirst du doch nur angegrapscht die ganze Zeit und belästigt. Meine und Schwester war fast 20 Jahre lang Oktoberfestkellnerin. Neben, also es ist ja so ein Nebenjob. Aber das klingt ja nach dem schlimmsten Gig der Welt. Ja, aber du verdienst richtig gut. Ich weiß. Na, sie meinte auch, also du die ganzen Frauen da, die sind, also was die an blauen Flecken haben, weil die gekniffen werden, ist unheilig. Also. Weißt du was? Und das ist, ich glaube, das ist eigentlich mein Hauptproblem ist. Ich stelle mir gerade vor, wie ich in dieses Zelt, ich komme da so rein. Ja. Und ich bin nüchtern und die Party läuft da schon seit 3 Stunden. Da finde ich ja jeden Scheiße. Ja. Da gucke ich mich einmal um und bin so Arschloch, 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 Arschloch. Ich sag dir was anderes, was mir passieren würde, ich würde reinkommen und sagen, ja, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Oh, Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. Und dann sind wir beide alle dann dancen mit Roberto Blanco. Ja, okay, dafür würde ich es machen. Ja. Für so einen kleinen Hüft-an-Hüft-Dance mit Roberto. Und ich kann mir vorstellen, dass du den Tommy da auch triffst, den Tommy Gottschalk. Ja, aber der Tommy sitzt ja nicht da. Der Tommy sitzt in dem Zelt, wo sich niemand da reinkotzt. Ja, in der VIP-Zelt, ja. Und da der Roberto auch. Genau, und da geht es ja auch der anders Roberto, zu. Der würde vielleicht auch mal unter die Leute gehen. Na, weiß ich nicht. Doch. Glaubst du? Ja, der hat einfach... Hat er es noch so nötig? Der braucht noch ein bisschen Anerkennung. Der hat einen Riesenspaß, hat er. Nee, der braucht Anerkennung. Ja, aber der mag die Leute einfach. Der mag die Leute nicht. Doch, doch. Der verachtet die Leute. Nee, der liebt die. Nee, der Roberto Blanco ist ein Held. Der ist ein Volksheld. Ja. Ja, ja, aber ein Volksheld im Elfenbeinturm. Ja. Der winkt da einmal runter und dann spuckt der, sobald er sich umdreht. Nee, ich glaube, der ist tief dankbar dafür, dass er diese großartige Karriere haben konnte in Deutschland. Mit einem Lied. Also ich wünsche es 40 Jahre lang. Ich wünsche es ihm. 40 Jahre Nummer 1. Ja. Mit einem Lied. 40 Jahre Nummer 1 sollte sein neues Album heißen. Ja. Hat der noch ein anderes Lied? Nee, ich kenne nur, es ein bisschen Spaß muss sein. Was müsste sich an Volksfesten ändern, damit du da Spaß haben könntest? Wenn wir jetzt ein Volksfest revolutionieren würden, was muss ein Volksfest anders machen? Ganz ehrlich, ich glaube, die Comic-Cons, die großen, auf denen wir waren, die sind ja schon eine Art Volksfest. Die sind eine Art Volksfest, ja. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich am ehesten gut klarkomme, in dem Sinne von, dass es einfach ein angenehmes Publikum ist. Die tun keinem was. Man hat nicht das Gefühl, hier entbrennt jeden Moment eine Schlägerei. Ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn die jetzt alle anfangen würden, sich zuzulöten. Ja. Aber ich glaube, dann wäre es immer noch relativ sweet. Ich glaube, es wäre eher ein bisschen peinlich. Die würden ein bisschen Unfug erzählen. Und kicherig sein. Ein bisschen kicherig sein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass so dieses... dass so dieses Gewaltpotenzial, das so brodelt, wo man so Angst hat, jemanden anzurempeln und gleich eine zu kriegen, weil er irgendwie so ganz innerlich weiß, dass er doch schwul ist. Ja. So, das es ist ja auch ein Nerd-Volksfest. Ja. Und Nerds sind generell nicht so gut mit Gewalt. Also eine Sache, die man beim Volksfest ändern müsste, ist, dass weniger normale Leute da wären. Ja. Weniger spießige Durchschnittsbürger, würdest du zum Beispiel sagen. Das auf jeden Fall. Und das, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man so zum Beispiel so ein linksautonomes Volksfest machen würde. Ich glaub, eine spannende Frage. Da wäre vielleicht auch dann potenziell Gewalt in der Luft. Ich habe nämlich zum Beispiel eine interessante Frage, die ich mir selber gestellt habe. Der CSD in Berlin ist in a way ein Volksfest. Ja, auf jeden Fall. Ist ungefähr 100 Mal angenehmer. Ich war ein paar Mal da. Mhm. Still not loving it. Ja. Still not loving it. Ja. Das kommt halt dazu. Also das ist das netteste Volksfest, glaube ich, was geht. Ja. Der CSD in Berlin. Und ich habe es immer noch nicht geliebt. Ich glaube aber auch, dass da ist mir zu viel, wir müssen jetzt Spaß haben in der Luft. Ich mag das immer nicht, wenn es so eine designierte Spaß-Area gibt. Also, deswegen sind wir vielleicht auch keine großen Fans des Karnevals. Ja, ja. Weil es auch dieses Hauruck-Spaß, ist auch wieder die Leute, die da saufen, um irgendwas zu... Nee, das ist auch nochmal richtig Cosplay für Spießer. Das ist nochmal richtig, Und auch Eskapismus ist auch wieder dieser warum heute verkleiden sich Spießer heimlich... Also beim Oktoberfest ist es ja so, sie verkleiden sich als ein Deutschland, was es zum Glück nicht mehr gibt. Ja, zum Glück nicht mehr gibt. Und es ist auch nicht akkurat. Also kein Historiker geht dahin und sagt so, das haut schon hin so. Das ist höchstens in Deutschland der 60er oder so. Ja. Und auf dem Karneval verkleiden die sich als Stereotypen oft. Ja, genau. Arztkittel, Superhelden, sexy Bienchen, sexy Mäuse. Ja, das ist auch so ein bisschen, dass da können Frauen dann auch nochmal unter dem Vorwand ein Cosplay zu tragen, so ein sexy Outfit auspacken. Können sich selber sexy fühlen, ja. Wobei das Oktoberfest würde ich da auch reinranken. Das stimmt. Da kann man sich auch sexy fühlen. Das mit dem Dekolleté und so. Ja, das stimmt. Aber
Ja, natürlich, und unter dem Vorwand, also ich meine, ey, wenn man das richtig möchte, kann man da bestimmt weibliches Empowerment reininterpretieren. Ja, nee. Mutig. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das verargumentiere. Ich bin jetzt mal im Laufe des meiner feministischen Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen runter, also sex-positive, ja, aber diese ganze, wie heißt die Rapperin, die Wet-Ass Pussy gemacht hat? Cardi B. Ja. Diese Nicki Minaj, Cardi B, Porno-Version von Self-Empowerment, die kaufe ich nicht ab. Was glaubst ich du, kauf was die ist? Nicht. Das ist einfach Marketing. Ja, die Sex sells und ja, du kannst wahnsinnig viel damit verkaufen. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo Frauen fast unter Zugzwang geraten zu sagen, ja, wir müssen das unterstützen. Hm? Das heißt, die müssen das auch noch kaufen und mitmachen und irgendwie gut finden. Und dann hast du Männer, die das eh geil finden, weil es Softcore ist. Ja. So. Ja. Und ich sehe da nicht mehr so richtig, wer hier wie empowered wird. Also ja, sie macht sehr viel Geld. Aber, und weißt du was? Good for her, aber was habe ich davon? Was hat die Gesellschaft davon? Wo ist jetzt sozusagen der Mehrwert dazu, dass Frauen nicht mehr als Objekte betrachtet werden? Das sehe ich da nicht so wirklich. Spannende These. Ich überlege gerade, ob es was anderes... Ich sage nicht, dass es ein eindeutiger Fall ist, aber es ist für mich... Ich finde es zumindest spannend. Da müsste ich aber leider länger drüber nachdenken. Also ich sehe halt nicht so richtig, wie sie... Also dann ist auch jede Pornografie automatisch Empowerment für Frauen. Naja, ist es aber dann eben nicht, weil es ja oft prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Nee, aber nicht mehr. Wenn die jetzt ihr eigenen Onlyfans-Kram machen, das machen die jetzt alle. Ja. Keine Pornodarstellerin hat keinen Onlyfans-Account. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Aber das ist und schon... Und da machen die richtig Asche. Das ist schon, in a way, Self-Empowerment im ökonomischen Sinne. Ja. Rein, das, wie gesagt, und ich finde, man kann so eine Kategorie immer ökonomisch. Ja, aber was ist die Message? Die Message ist doch an alle Jungs, die jetzt aufwachsen, es ist vollkommen normal für eigentlich mittlerweile nicht nur Porno, für jede Art von Frau, es gibt ja auch alle möglichen anderen so Promi-Frauen und so, die so einen Onlyfans-Account haben, wo es ziemlich zur Sache geht. Ja. Und die Message ist einfach, hey, jede Frau kann eine Stripperin für dich sein, jede Frau kann eine Pornodarstellerin für dich sein. Wenn du zahlst. Wenn du zahlst. Aber immerhin musst du jetzt zahlen. Du darfst sie nicht einfach nehmen, du musst jetzt zahlen. Ja, aber jede Frau ist sexuell käuflich, ist die Message von OnlyFans. Dafür musst du, glaube ich, noch... Okay. Also wenn man das ganz plump nimmt, wenn du... Dass junge Männer in Unsicherheitsmodi in diesen Gedankengang reinrutschen können, denke ich gerne. Ich glaube nicht, dass sie es aktiv denken. Nein, glaube ich auch nicht. Außer so diese ganze Andrew Tate-Wichser-Fraktion. Ja. Aber ich glaube, die unterliegende Message ist einfach, hey, Sex ist käuflich, grundsätzlich. Sexuelle Gratifikation ist käuflich und Voyeurismus und so weiter ist alles cool, solange du der Frau ein paar Euro rüberschießt. Ja. Und ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind, dass irgendein Dude auf die Idee kommt, so, naja, wenn ich meiner Nachbarin ins Fenster gucke, kann ich ihr ja am nächsten Tag einen Zehner in Briefkasten werfen. Also es wird schnell, sehr schnell weird. Ich finde es auch, ich finde es zumindest auch spannend. Ich glaube, mein Take ist... Was nicht heißt, dass niemand das machen darf. Ne? Ach, nein, bitte, macht, was ihr wollt. Ja. Ich sag nur, ich weiß nicht, wie clear-cut diese Idee ist, dass man empowered ist, nur weil man Kohle kriegt für seinen Körper. Ja, I agree. Also, I agree. Es gab schon immer Prostitution, die haben auch schon immer Geld für ihren Körper bekommen. Es gab auch immer gut bezahlte Prostituierte. Die waren halt gesellschaftlich oft, weirdly auch nicht alle, aber gesellschaftlich oft eher stigmatisiert. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ist schon noch ziemlich heftig. Immer noch? Ja. Es war natürlich so viel schlimmer. Also wenn du eine Straßenprostituierte bist, also das kannst du meinem Elternabend nicht sagen. Und was machen sie so? Also ich glaube eher, okay, es gibt ja inzwischen sehr viele verschiedene Formen von Sexarbeit. Ja. Also kannst du, weiß ich nicht, Pornos, Cams, Fotos auf Onlyfans, Prostitution, Escort. Es gibt ja alles. Und kann jeder machen, wie er will. Ich bin nicht der Staat. Ja. Gott bewahre mich nicht der Staat. Was die eine Sache, die ich immer weird finde, ist, dass wir alle so tun, oder dass einige Leute so tun, als wäre das ein normaler Job. Ja. Da bin ich einfach so, Freunde, macht, was ihr wollt, das ist kein normaler Job. Das ist einfach nicht so. Ist nicht so. Hast du einen normalen Job, wenn du auf die Bühne gehst? Nein. Nee. Ist kein normaler Job. Und das ist ja, so die, das sind, einzige die sind in der Entertainment-Branche. Die sind in der Entertainment-Branche. Und das ist kein normaler Job. Nee. Und wir müssen auch nicht so tun, als wäre das, ja, man verkauft ja auch seinen Körper, wenn man im Bürgeramt arbeitet. Nein, ihr verkauft eure Zeit, nicht euren Körper. Ist was anderes. Körper verkaufen stimmt ja so oder so nicht. Wenn überhaupt, dann ist es geliehen. Ja. Ist auch kein gutes Wort, aber
Aber du weißt, was ich meine, ja, oder? Weil ich hatte so ein paar Mal das Problem, das war, glaube ich, eher so, als ich so einige Talkshows gesehen habe, dass das alle so getan haben, als wäre das irgendwie total normal. Es ist normal in dem Sinne von, dass es schon immer da war, dass es schon immer irgendwie gab. Ja, aber es ist ein krasser Gig. Ja. Nur so, ich tue, als wäre es kein krasser Gig. Nee, es ist ein extremes Arbeitsverhältnis. Ist es? Hat Miley Cyrus keinen krassen Gig, wenn sie irgendwie so durch die Welt reift und 80.000er spielt? Nee, ist kein normaler Job, Freunde. Und ist auch okay. Aber wir müssen es nicht so tun, als wäre es ein normaler Job. So irgendwie wie Bianca, die irgendwie, wo Ivan sagt, so, ich würde gerne noch 6. Mal die Unterschrift machen. Ja. Die hat einen normalen Job. Ja. Aber es wäre schon was anderes, wenn sie ihre Titten zeigt für ein paar Tokens. Es wäre ein anderer Gig. Oh, das... Das ist doch mal eine Finanzierungsidee für den Staat, um die Schulden auszugleichen. Das ist so problematisch. Und ich liebe es so sehr. Sachbearbeiter ziehen sich jetzt bei der Beratung und so oder bei dem Termin aus, wenn man extra zahlt. Für 15 Euro können Sie den hier sehen. Ja. Oh mein Gott, ist das daneben. Ja. Ich höre, die kriegen das einfach so als Message. Alle, die verbeamtet sind, müssen es machen. Oh, das ist gut. Okay, wir sind jetzt aber eigentlich voll vom Volksfest abgerutscht. Also du würdest sagen, was du für ein besseres Volksfest brauchst, dass du es magst. Weniger Spieße. Es hängt doch einfach nur an den Leuten. Ja, wenn die Leute nett sind, selbst diese Mittelalter-Festivals und so, ne, sind einfach netter, weil da sind dann auch so wieder so Nerds und klar sind da auch viele Weirdos, die irgendwie komische, mit denen möchte man nicht darüber reden, ob sie denken, dass Monarchie eine gute Staatsform ist. Weil in ihrem Traumland ist es dann einfach so, wenn wir den Kaiser Friedrich wieder hätten. Ja. Das war übrigens eine der lustigsten Geschichten meines Vaters. Der hat ja in Hamburg gearbeitet ganz lange, in so einer großen Werft als Programmierer. Und also der war jetzt hier nicht auf Maloche da irgendwie Schiffe zusammenbauen. Aber der ist dann immer öfter mit so einem Kollegen auch noch abends mal was essen gegangen oder so, ne? Und er meinte halt, sobald der Typ sein drittes Bier drin hat, hat er angefangen vom Kaiserreich zu schwärmen. Und hat gemeint es wäre doch viel besser, wenn wir wieder einen Kaiser hätten. Und er war fest davon überzeugt. Und das war auch nicht unbedingt so ein alter Typ, der war irgendwie, weiß ich nicht, 40 oder sowas. Aber der hatte halt einfach so einen kleinen Spleen für den Kaiser. Kleines Spleenchen für den Kaiser. Ja, einen kleinen. Ist das daneben? Ja, fand das ganz lecker, ist die Idee. Ist das verrückt, Ist das verrückt. Und es ist einfach funny, aber das ist, ich glaube, abgesehen davon ist sowas trotzdem noch netter. Ich weiß nicht so genau, wie es da für Frauen ist, weil ich dann doch immer ein bisschen vorsichtig bin. Ich kenne ja meine Oldschool-Nerds zumindest. Die sind ja dann auch immer noch so ein bisschen, die haben so einen leichten Insel-Ding am Laufen. I know, aber also ja. Ein Insel-Eier am Wandern. Aber kann das schlimmer sein als so ein Bierzelt? Nee, die haben ja ein ganz schlimmes Insel-Eier am Laufen. Also das wäre, also vor allem halt, wenn die dann so besoffen sind, das fühlt sich alles immer so. Oh, da kenne ich auch ein, zwei Freundinnen mit absoluten Horror-Stories. Also wirklich so justiziable Horror-Stories, die man da mal dazu sagen sollte. Ich habe mir für mich überlegt, was müsste sich für mich ändern, damit ich auf ein Volksfest gehe. Punkt Nummer eins, nicht in einem Zelt. Ja. Was ist das denn? Wir sind in einem Zelt oder was? Wir sind das Land der Ingenieure und wir feiern in einem Zelt? In einem Zelt? Was ist, wenn es ein fancy Zelt ist? Nee. Bau doch was Schönes. Bau mir doch was aus Stein oder Holz. Also du willst ein Volksfest Indoor haben? Ich will Indoor-Volksfest. Was ist mit ganz ohne Zelt? Im Sommer unter freiem Himmel. Ist ein Festival, kann man machen, solange man unter 30 ist. Ich bin 30, darf nicht mehr auf Festivals, es gibt Regeln, Jonas. Ja. Heißt, kann ich nicht mehr machen. Also ich darf da wieder hin, aber nur, um meine Tochter abzuholen. Du darfst auch wieder mit Anfang 40, wenn du mit einem Camper und deiner Frau dahin fährst und die auf dem teuren Platz zeltet und so zwei Stunden. Und wir ein Baby dabei haben, dem wir so Baukopfhörer aufsetzen. Und dann ist wieder okay. Ja. Aber zwischen 30 und 40 darf man nicht. Und einen Hund haben wir auch, dem setzen wir auch Baukopfhörer auf. Oh, ist das süß. Guter Content. Ah, Insti wird's lieben. Das heißt, das darf ich ja auch nicht. Das heißt, damit ich auf dem Volksfest, ich würde erstmal auch sagen, Man muss es verkleinern. Zu viele Leute auf einem Haufen funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Vor allem in so einem Müllland wie hier. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wie viele Leute gehen so parallel aufs Oktoberfest insgesamt? Was würdest du schätzen? Boah, 100.000. Hunderttausend. Ich würde sagen, das absolute Maximum sind 60. 60.000? 60. Ach, 60 Personen. 60 Personen. Also du wirst einfach nur auf eine Hochzeit gehen. 60 Personen. Auf eine deutsche Hochzeit. Drin, sitzend, es läuft Jazz. Ich will eine Bar. Ja, also du bist, nee, es gibt so Jazz-Festivals, die sind exakt so. Ja. 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 Mag ich. So kleine. Aber ist ein Jazz-Festival ein Volksfest? Ja. Ja, also. Nur, dass es nicht fürs Volk ist. Nur, dass es nicht fürs Volk ist. Jonas, vielleicht kommen wir jetzt zum Kern des Problems. Ja. Das Problem ist das Volk. Wir müssen das Volk abschaffen. Ist das, was du sagen wolltest? Wir müssen das Volk abschaffen. Ja, wir müssen das Volk loswerden.
Jetzt wird es ja richtig kompliziert. Es gibt zu viel Volk. Jetzt sind wir doch hier. Mann, jetzt. Jetzt kommen wir in diese gefährliche Sparte, wo ich zugeben muss, dass ich gerne was gegen die Dummen tun würde. Im Allgemeinen, dass ich gerne mit denen anfangen würde. Und meine Vorstellung ist, dass ich einfach einen Haufen Granaten bauen lasse, die aber von außen aussehen wie Glitzerkugeln. Und wer drauf reinfällt, der... Ja, wir legen die einfach überall aus, wie so Ostereier. Ja. Und ist da vielleicht noch so ein kleiner Zettel dran, so hier ziehen. Mhm. Ja. Und wer das dann, gut, es erwischt natürlich auch einige Kinder. Aber auch dann nur die Dummen. Ja. Ist so, alles okay. Ich hätte als Kind nicht dran gezogen. Ich hätte auch nicht dran gezogen. Nee. Wenn ein Zettel ist mit hier dran ziehen, ich zieh da nicht dran. Ich zieh da nicht dran. Wäre ich dumm. Ah Mann, da kommen wir jetzt echt schon wieder zu dieser, der Retro-Gott hat so ein gutes Album rausgebracht vor 2 Jahren, das hieß halt Land und Leute. Ja. Und die eine Hook ist einfach, warte mal. Naja, zumindest die Land ist einfach, das Land muss seine Leute ertragen. Das Problem ist nicht das Land. Wir sind so die Leute im Land. Das Land muss seine Leute ertragen. Und solange wir diese das Leute hat, haben, bitte? Das Land hat eh nichts damit zu tun. Irgendwas knackt hier. Irgendwas knackt hier? Ah, sorry, ich war gerade. Ach so. Ich habe gerade nachgedacht, wie wir. Ah, Mann, Jonas, wir haben keine Chance, oder? Unsere einzige Chance ist nicht hingehen, vielleicht Verständnis dafür haben, dass es für Leute ein Eskapismus ist. Also, ich kann dir ganz einfach sagen: Es gibt einen Roman, der heißt Oryx and Craig von Margaret Atwood, die auch The Handmaid's Tale gemacht hat. Da wird einfach von einem Genie ein Virus freigesetzt, der einfach einen Großteil der Menschheit umbringt. Okay. Und der Rest wird, glaube ich, verwandt. Die haben auch so eine Art neuen Proto-Menschen geschaffen, das ist ziemlich spannend. Das ist ein anderes Thema. Und Schweine sind sehr intelligent da. Ja? Die sind vom Virus mutiert und sind so richtig krasse Raubtiere. Das klingt wie das Paradies. Ja. Nur, dass die Schweine versuchen, dich umzubringen und ungefähr so intelligent sind wie Menschen. Wow. Ja. Und du glaubst, das wäre die Lösung gegen das Oktoberfest? Ja. Ey, sag mir ein Schwein, was nicht aufs Oktoberfest kommt und denkt, ich laufe hier Amok. Ich sehe, was ihr gemacht habt. Ich sehe, ihr esst meine Leute und macht dann das? Ja. Das ist das, wo ihr angekommen seid? Dafür esst ihr meine Leute? Dafür esst ihr meine Gang? Für diese Scheiße hier? Für diese Musik? Für diese Musik ist mein Freund Edwin gestorben. Na gut, dann geht's aber los. Toten Schluck für die toten Homies. Ja. Ja, okay, also Volksfeste werden wir auch nicht mehr lösen. Ich glaube wirklich, wir könnten ganz Deutschland umkrammeln, indem wir einfach Schweine genetisch modifizieren, dass sie wahnsinnig intelligent werden. Also so intelligent, dass sie intelligenter sind als so ein Durchschnittsmensch. Mhm. Weil dann würden die alle ausbrechen und dann würden sie anfangen, Rache zu nehmen. Ja. Ja. Wow, die Rache der Schweine. Ja. Guter, schlechter Film. Ja. Es wäre so ein guter, schlechter Film. Ja. Die Rache der mutierten Schweine. Ja, es ist eigentlich Deep Blue, nur mit Schweinen. Deep Blue habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Es ist einfach, okay. Deep Blue hat eine sehr interessante Story. Und zwar, die sind auf so einer Tauchstation. Und da werden wissenschaftliche Experimente an Haifischen gemacht zum Thema Alzheimer. Weil Haie können, ist wirklich so, ich glaube, das basiert auf einem wahren Fakt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Haie irgendwie so ein regeneratives Gehirn haben, dass sie keinen Alzheimer bekommen können. Irgendwas mit Stammzellen. Ist lange her. Ich muss nochmal nachgucken. Aha. Jedenfalls, ist das derselbe Grund, warum Haie unendlich viele Zähne verlieren können? Ja. Weil das regeneriert sich ja offensichtlich auch sehr schnell. Keine Ahnung. Also jedenfalls können die keine Zeit machen. Und deswegen experimentieren die dann rum. Und ein Nebeneffekt an ihrer Experimente, an diesen Haien ist, dass sie intelligenter werden. Und, spannend. Ja, und das ist dann der ganze Horrorfilm, ist dann, dass die Haie sagen so, jetzt sind wir dran. Ja, jetzt sind wir dran. Und jetzt machen wir mal Spaß hier. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt so richtig schlaue Schweine hätten, wären die da nicht auch mal dran? Ja. Könnte man nicht sagen, wisst ihr, was jetzt euer Run? Ja. Ist euer Run, ihr dürft machen, was oder wir wollt. Müssen denen halt ihre eigene Nation geben. Oder ihr eigenes Volksfest. Ja. Oh, das wird bitter. Das wird bitter. Ja. Das wird bitter. Wo die dann so ein Spahnbaby da drehen lassen? So ein Menschenbaby? Yep. Okay. Das wird bitter. Das wird nicht schön. Nee. Jonas, ich habe nicht gesagt, dass es schön wird. Ja. Ich würde nicht hingehen. Aber vielleicht sind sie ja auch viel großzügiger als wir. Da müssten sie aber schlauer sein als wir. Ja, ja. Glaubst du echt, Schweine könnten uns vergeben? Ich glaube. Glaubst du echt, du könntest so ein super intelligentes, das Albert Einstein-Schwein, das schlauste Schwein der schlauen Schweine. Ja. Und er hat auch ein großes Herz und du nimmst es an die Hand und du gehst mit ihm zum Oktoberfest und du machst da diesen Vorhang auf und du stellst es einfach nur dahin und es sieht, was da passiert. Ja. Das vergibt uns doch nicht. Nee. So viel Güte kann niemand im Herzen haben. Allein auf dem Weg dahin kommt es an 10 Wurstständen vorbei, wo es dann immer wieder anhält und sagt, was ist Wurst? Was ist Wurst? Ja. Was ist Wurst? Und dann sieht es irgendwie so ein Maximilian, der sich die Wurst aber in die Hose steckt und so. Ja. Würde ich auch nicht vergeben. Und so eine. Kein Vergeben, kein und Vergessen. Und so eine schon viel zu besoffene Annika, die dann an der Wurst rumzutscht, während er das gerade macht. Und dann kotzt. Ja. Alkohol verbieten, was damit? Was damit? Was damit, Jonas? Was damit, wenn wir einmal sagen, wisst ihr was? Ihr habt nächstes Jahr das Oktoberfest. Wisst ihr was? Alles was wie immer, es gibt keinen Tropfen Alkohol. Wie wäre es, wenn wir so eine Art westliche Scharia machen? Wo wir schon da sind.
Ich liebe es. Ja, wir verbieten Alkohol und alle Männer müssen mit Schleier rumlaufen. Liebe ich. Ja. Was für ein Schleier? Also einfach, dass nur noch die Augen frei sind. Wirklich? Vielleicht nicht mal die Augen. Aber dann so geil linksradikal Sturmmaske? Nee, es muss schon die Maskulinität ein bisschen rausgenommen werden. Okay, das ist wichtig. Ja. Also wir reden. Vielleicht ein pinkes Gewand. Was ist, wenn das quasi komplett ist, wie eine Burka mit Vollverschleierung, aber aus so Lederhosenstoff? Lederhosenstoff, aber das sieht ja auch noch martialisch aus. Sieht das martialisch aus? Nee, es muss so ein ganz wunderschöner, luftiger, oh, wie so ein Brautschleier, wo man die Augen noch ein bisschen erahnen kann. Ja, genau. Aber das ist romantisch. Es muss einfach alles so Satin oder sowas Satin sein. Ja, das ist auch angenehmes für Frauen, das anzufassen. Okay, das heißt, wir verschleiern. Ich verstehe. Wir verbieten Alkohol. Ja. Wir verschleiern die Männer. Ja. Bis jetzt liebe ich's. Ja. Wie geht's weiter? Was machen wir mit der Unterhaltung? Es muss ja Unterhaltung sein, es ist ein Fest. Und die können nicht trinken, das heißt, wir müssen ein bisschen Entertainment brauchen. Ach, du bist immer noch dem Festcharakter. Naja, ich versuche gerade ein Volksfest zu ersetzen. Das heißt, es muss einen leicht festlichen Charakter behalten. Ja, ich war gerade ein bisschen auf einem anderen Trip. Ich habe gerade versucht, einen feministischen Gottesstaat zu bauen. Und das ist was anderes. Und das können wir nicht in Bayern anfangen. Ja, ja. Müssen wir. Ich weiß auch nicht, welche Göttin wir dann speziell anbeten müssen. Das weiß ich auch nicht, da bin ich nicht firm genug. Lilith? Ja. Wer ist Lilith? Die ist aus der Bibel. Oh, Jonas, komm mir nicht mit so, ich weiß, ich bin nicht bibelfest. Ich auch nicht. Nee. Also wie gesagt, wir haben jetzt verschleierte Männer und kein Alkohol. Ja. Wie machen wir weiter? Was wird die Unterhaltung? Machen wir so ein bisschen Varieté? Jonglieren die Leute? Können die Leute nicht verlieren? Es muss so ein bisschen Spaß, muss noch machen. Also guck mal, was ich immer gehört habe, ist, ne, dass diese KIZ-Konzerte, die nur für Frauen sind, dass die mega gut sein sollen. Die saufen aber auch. Die Ladies sind aber am Bären. Ja, ja. Erzähl mir doch nichts. Aber wie wäre es, wenn wir lassen einfach die Volksfeste im Großen und Ganzen so, wie sie sind, aber wir führen eine Quote ein, dass nur 10% Männer da sein dürfen? Ist nicht schlecht. Können wir die 10% noch verschleiern? Ja. Ja, und ein Gesinnungstest vorher. Ja. Das mit dem Gesinnungstest, das klingt ja immer so schlecht. Ja, ja. Aber ist denn wirklich so schlecht? Ist gar nicht so schlimm. Oder? Nee. Einfach nur, aber auch einfach, so wirklich niedrigschwellig anfangen. Dürfen Frauen wählen? Ja, nein. Frag mich nach drei du, Bier. Du, wir machen das einfach, so drei Optionen. Wir sind so nah dran, dass wir einfach so ein EEG auf deinen Kopf packen. Ja. Und dann sagen wir einfach ein paar Wörter schnell hintereinander und dann sehen wir, was hinten bei dir irgendwie aufleuchtet und so in deinem Gehirn. Und dann brauchen wir keine Antwort. Wissen wir schon. Es ist gut. Alles in Ordnung. Ja? Wenn Empathie nicht angeht, oioioi. Ja, okay. Ja? Also 90% Frauen, 10% Männer. Ja. Ich würde die weiterhin voll verschleiern, einfach nur für den Gag. Ich würde die gerne mal verschleiert sehen. Oder, weil es gibt ja das Male-Gaze-Problem, ne? Also was hier der männliche Blick. Ja. Ne? Der dann ja immer, also und da sind wir auch alle schuldig. Es ist ja auch teilweise einprogrammiert tatsächlich ins Gehirn, ne? Das hoch runter. Aber der Male-Gaze ist nochmal penetranter. Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Frau angeguckt. Ich glaube, ich muss auch Es geht mir ums Starren. Ich weiß. Ja, genau. Und safe habe ich gestartet. Ja. Hundertprozentig. Haben wir alle mal gemacht. Und ist auch nicht fein so, aber ist egal, jetzt können wir nichts mehr dran ändern. Einfach Entschuldigung, sorry. Ja. Manchmal merkt man es auch wirklich nicht. Das ist das Weirde daran. Wurdest du je darauf hingewiesen? Ich habe mir nämlich noch nie einen Hinweis gegeben. Oh, ich habe einmal richtig Ärger bekommen. Oh, wirklich? Ja. Ich glaube, es wäre noch was anderes. Ich glaube, wenn es mir einmal passieren würde und ich würde so richtig ehrlich Ärger kriegen, wäre ich, glaube ich, auch so, oh fuck, I fucked up. Es war auch nicht mit Absicht. Ich bin jetzt immer durchgekommen. Es war eine Silvesterparty in Wien. Wo ich mit meiner damaligen Freundin war. Ja. Und das war auch bei einer Freundin von mir, schöne Grüße an Anna, die Silvesterparty. Und dann hatte sie eine Freundin, die sehr, sehr, sehr gut aussieht. Ja. Und die an diesem Tag ein extrem tief ausgeschnittenes Top trug und auch große Brüste hatte. So. Und du bist ein Mann, du weißt, manchmal ist da so ein Automatismus, man kann sich fast gar nicht helfen, dass man man versucht krampfhaft da nicht hinzugucken. Aber was ist das? Warum ist es so schwer, das zu ignorieren? Weil wir tatsächlich evolutionär so programmiert sind. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich es mir im Kopf laut sagen muss, dass ich es nicht mache, wie so ein fucking Tier. Naja, vor allen Dingen, für mich ist es auch nochmal oft deswegen schwieriger, weil ich grundsätzlich zu sehr vielen Frauen nach unten gucken muss, weil ich 1,90 bin. Ah, ist ein guter Punkt. Das heißt, mein Blick ist automatisch so. Ich muss immer nach oben gucken, das heißt, ich muss die immer so ein bisschen zur Seite schieben. Genau, du musst. Das ist wahnsinnig unangenehm. Ey, du, ich bin da manchmal knallhart, ich mache manchmal einfach so. Also ich fasse nicht an, sondern ich mache einfach so, dass es in meinem Blickfeld ist. Ich mache dann immer so. Ja. Ja, und du hast du ihr wirklich auf die Brüste geguckt? Ist es? Ich hatte ein paar Intos, das hat es schwieriger gemacht. Das macht es nur schwerer, ja. Und meine Freundin hat das knallhart gesehen. Oh! Und? Und hat mir eine Szene gemacht. Vor versammelter Mannschaft? So ziemlich. Oh! Also ich sag mal so einen Meter zur Seite, nicht weit genug. Nom, 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 nom. Ja. Oh, das liebe ich ja. Aber wie du sagen würdest, die Schwester war auch sehr toxisch drauf selber. Ja. Insofern. Ja. Also für die war so eine Szene auch. Ah, die hatte auch ein bisschen Bock drauf. Ja, ja. Ja, okay. Da konnte sie sich mal wieder so richtig aufregen. Oh, vor allem an Silvester. Ja. Oh, dann weint man, wenn man ins neue Jahr geht. Oh, es riecht lecker. Ja. Oh, es riecht lecker.
Ja, nee, das ist mir 100% schon passiert. Vielleicht werde ich auch nicht darauf hingewiesen oder später, weil ich klein bin. Ich bin nicht bedrohlich. Ja, also ich meine, ich habe jetzt auch nicht versucht, ich saß ja auch ganz locker an der Bar so. Ist schon klar, dass du nicht versucht hast, immer auf die Titten zu gucken. Ja, es war jetzt nicht mit Absicht, aber es war wirklich auch schwer, nicht hinzugucken. Ja. Es waren auch fantastische Brüste. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich glaube, auch viele Frauen gucken auf fantastische Brüste. Ah, es ist schwierig. Ja. Glaubst du? Und ich war noch sehr viel jünger. Ich habe mal eine Frage, weil ich auch der letzte Diskussion... Weil jetzt bin ich mittlerweile so, ist mir egal. Ja, hast du halt Brüste. Glaubst ja. du, man kriegt's hin... Weibliche Brüste, männliche Brüste sind nicht sexualisiert. Sind wir uns ziemlich einig, ah, oder? Es gibt sehr viele Frauen, die eine starke Männerbrust sehr interessant finden. Aber sie sind nicht so, ich glaube, naja, da meine ich jetzt das Beispiel, wenn eine Frau oberkörperfrei in der Stadt ist oder ein Mann, ein riesiger Unterschied. Ja. Glaubst du es, wie kriegt man es hin, weibliche Brüste komplett entzusexualisieren? Und geht's überhaupt, weil wir eine lange evolutionäre Programmierung und darauf haben? Und ich sag haben? Dir auch warum. Das ist meine Frage, das ist eine ehrliche Frage. Männerbrüste, außer bei sehr korpulenten Männern, wackeln nicht so doll. Es ist sehr, sehr schwer... Weil wir sind darauf trainiert, auf Bewegungen zu reagieren. Ne? Also wenn du einfach so da sitzt und du guckst einfach nur durch die Gegend und nichts bewegt sich um dich herum, dann wird dein Blick nicht gezogen. Aber sobald hier sowas passiert, musst du einfach hingucken, weil sich was bewegt. Das ist wirklich evolutionäre Programmierung. Das ist der alte Eddie Murphy-Trick übrigens. Was? Deswegen ist Eddie Murphy immer so viel hin und her gerannt. Weil er meinte, die müssen mich alle angucken. Wenn ich mich bewege, können die Chris nicht weggucken. Chris Rock hat es gesagt. Ich weiß nicht, ob Eddie Murphy das auch gesagt hat. Aber vielleicht haben sie es beide gesagt. Ja. Beziehungsweise, weil die Leute sind so drauf programmiert, dass sie nicht können. Deswegen wird das immer ein Problem sein. Glaubst du wirklich? Also, das ist deine ehrliche Antwort. Ja. Spannend. Semi-ehrlich, aber ja. Na, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil weibliche Brüste sind ja momentan gesellschaftlich sexualisiert. Und es gibt ja da sehr viel Bewegung. Weibliche Brüste sind ganz normal. Natürlich können wir auch mal darüber reden. Aber wie soll das funktionieren? Sexualität ist erstmal nichts Schlimmes. Wir sind sehr sexuelle Wesen, wie alle Säugetiere. Ja. Bloß wir haben halt keine festen Paarungszeiten, weswegen es eben immer da ist. Naja, Hunde haben zweimal im Jahr Paarungszeit, zum Beispiel. Sind doch nur dann horny. Ja, im Großen und Ganzen. Na, obwohl männliche Hunde rammeln dann auch schon mal eine Couch. Das ist so viel einfacher, oder? Weibliche Hunde sind nur zweimal im Jahr richtig horny. Okay. Ja. Das Leben wäre so viel einfacher. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir gehen das falsch an, wenn wir einfach das immer dämonisieren und sagen, das ist ein Problem. Ich glaube, es ist vollkommen okay, jemanden sexuell attraktiv zu finden. Man muss sich da keine großen Gedanken machen, man sollte auch kein großes Fass daraus machen. Es sollte halt nur nicht belästigend für die Person sein. Wie willst du das überhaupt vermeiden? Also die Frage ist wirklich, wie vermeidest du jemanden sexuell attraktiv zu finden? So, und jetzt kommen wir wieder, zu meiner pinken Scharia zurück. Pink Sharia, sagt es nicht zu laut, sonst heißt irgendein scheiß Modeprodukt bald so. Ja. Das ist... Ich habe das Gefühl, ich habe gerade so drei Werbewichser schnalzen hören. Oder es wird halt ein Hashtag. Pink Sharia. Und dann habe ich die ganz falschen Feministinnen. aber wohl, die würden es nicht nehmen, weil es ein Mann erfunden hat. Also, Gott bewahre. Ja. Aber wir sind fein raus. Hier, warum die ganze Verschleierung bei Männern, das ist ja eigentlich sinnlos, weil die Verschleierung ist ja ursprünglich die Idee... Weil Männer sich nicht zusammenreißen können, oder? Ja, sie sagen es zwar anders, aber ja. Es ist eigentlich ehrlich gesagt das größte Armutszeugnis der Weltgeschichte. Ja, oder? Also das ist ja wirklich... Also das ist wirklich die härteste Eigenbeleidigung. Also im Prinzip können sie sagen, wir sind hilflose Hunde. Also, wir sind Hunde. Ja. Die eigentliche Lösung dafür wäre ja, wenn alle Männer einfach auf diesem Volksfest sein dürfen, ne? Diese 10%, die da rein dürfen, aber die kriegen halt alle so ein Blindfold. Das heißt, jetzt finde ich schon wieder sinnlich. Ja. Ja, aber du wirst dann halt, du musst dann vielleicht da mit einer Frau hinkommen, die dich ein bisschen führt, damit du nicht irgendwie hinfällst und so. Mit einer Blindfold. Ja, das ist aber eine weirdly lustige, gute These. Ja. Weil du kannst nicht sonderlich aggressiv sein mit einer Blindfold. Nein. Du bist. Es sei denn, blind. Du bist Daredevil. Dann kannst du. Also alle dürfen aufs Volksfest außer Daredevil. Oder du hast sehr lange einen sehr spezifischen Stil von Kung Fu trainiert. Und dann vielleicht. Ja. Das ist keine schlechte These. Oder du bist ein sehr, sehr berühmter Samurai, der nur einmal vorgekommen ist in der Menschheitsgeschichte. Wer war das? Zatoichi? Du hast mal immer so ein Nischenwissen, Jonas. Der blinde Samurai, da gibt es viele. Ja. Das ist ein Klassiker des japanischen Kinos. Ja. Ja. Ist so ein Volksheld von denen praktisch. Okay. Was wollte ich sagen? Männer dürfen aufs Volksfest, aber dann nur blindfolded. Genau. Ja. Ach, finde ich aber wie heißt das denn auf Deutsch? Mit einer... Augenbinde. Das habe ich gesagt, das Wort. Ja, ey, sorry, dass wir uns jetzt so volksfestmäßig festgefahren haben, aber das hat mich jetzt bewegt. Weil ich habe überlegt, wo kommt meine unfassbare Aversion gegen, es gibt ja, ich versuche manchmal Sachen zu akzeptieren. Ich glaube es einfach, weil du die Deutschen nicht magst und ich bin da ganz bei dir.
Aber weißt du, manchmal mag man ja Sachen nicht. Ja. Und man denkt sich dann immer, also ich denke mir das manchmal, weil ich mag ja echt vieles nicht. Ja. Und manchmal bin ich auch ein zynisches, missgünstiges Arschloch. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, Falk, setz dich doch mal hin und versuch doch mal zu verstehen, warum Leute das machen und versuch doch dem irgendwas abzugewinnen. Aber bei Volksfesten, vor allem halt so Sauf-, ja, Schlager-Volksfeste, da macht alles in mir zu. Ja. Da habe ich kein Verständnis für. Ich kann da auch nicht drauf zugehen. Ich bin so richtig so, ich schaff's nicht. Ich verliere sogar partiell Respekt vor Menschen, die ich sehr gerne mag. Das ist auch mein Problem. Wenn die mir sagen, ja, nee, aber, also ja, ich verstehe schon, ja, aber, ja, aber man, also Ballermann oder, ja, oder Apres-Ski oder hey, das ist einmal im Jahr und dann trinkt man halt ein bisschen Glühwein und singt hier Bumsi-Bumsi Kartoffelsalat oder was auch immer der Scheiß ist. Schwalig in das Mayo. Ja. Das ist auch mein Problem und ich will halt diesen Respekt, ja, weil ich habe so 3, 4, na, eher 3 als 4 wenige Leute in meinem Leben, die, ja, das wirklich mögen und ich aber sehr wertschätze. Die sind, ja, mir sehr wichtige Menschen. Ja. Aber dann gucke ich die an und die sagen mir das und ich bin, mhm, so, auch du solltest nicht mehr wählen dürfen. Ja. Also ich kriege das nicht raus aus mir. Ich lehne das so sehr ab. Und ich arbeite daran, irgendwie ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum man das mag. Aber ich komme nicht ran. Ist auch so einfach ran. Sozialisierung. Ist es, ne? Wird Sozialisierung sein. Aber man ist doch größer als Sozialisierung, Jonas. Ich wurde doch auch sozialisiert und du auch. Ah, ist man größer als Sozialisierung, das weiß ich nicht. Wenn ich so wäre wie meine Sozialisierung, Jonas, wäre mein Leben aber ganz anders gelaufen. Aber sowas von anders. Bin in einem kleinen, spießigen Dorf in Ostdeutschland mit relativ spießigen Eltern groß geworden. Ich hätte genau das werden können. Ja. Ich hab's nicht gemacht. Aber du kannst es ja immer noch werden. Du bist ja jetzt noch in deiner jungen Rebellionsphase. Na, weiß nicht. Wer weiß nicht, ob du mit 40 nicht plötzlich sagst, ach, ich hätte doch ganz gerne ein kleines Häuschen in Brandenburg. Aber glaubst du, dass ich mit 40 dann immer nur, also oder mit glaubst 50. Du, glaubst du, ich könnte mit 40 oder 50 dann dahin rutschen und sagen, naja, es gibt nur 2 Geschlechter, was soll denn die Scheiße, was die Jugend da macht? Ja. Glaubst du wirklich? Ja, ja. Ich kämpfe jeden Tag dagegen. Comedy schreibt nicht irgendeine Scheiße von euren Befindlichkeiten gleich in den Kommentar. Weißt du, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass diese ganzen Diskussionen, die um diese Sachen ranken, ich würde mir manchmal einfach wünschen, dass die Leute wieder dahin zurückkommen zu akzeptieren, dass sie keine Ahnung haben. Ja. Weil, das hatten wir schon zigmal im Podcast, ja, ich finde es auch. Ja. Dass man einfach sagt, wisst ihr was, Freunde, ich weiß irgendwie auch das nicht. Sollte die ich weiß irgendwie auch nicht. Die Default-Haltung sollte einfach sein, ja, lass drüber reden, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel schon sehr unkonservativ, so ranzugehen. Ja. Die konservative Haltung wäre so, ich weiß es, lass mich in Ruhe damit. Ja. Und ich glaube, dass, also wie gesagt, nee, Jonas, ich weiß man es ist, und ich bin wütend. Man ist größer als seine Sozialisierung. Ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, nur seine Sozialisierung zu sein, da kannst du doch aufhören. Das ist doch vorbei. Da kannst du dich ja immer dem Leben hingeben. Ja, aber dann treibst du da irgendwo hin und dann machst du die... Genau, das ist aber das, was passiert mit den Leuten, die mit dir aufgewachsen sind, die jetzt immer noch da sind, die immer noch denselben Shit machen, den ihre Eltern auch machen und den ganzen Kram und einfach nur reproduzieren. Ja. Weil die halt eben gesagt haben, naja, ich hab nicht die Kraft, dagegen anzugehen. Ich weiß nicht, ob das jemals ein fixer Gedanke war, ob da mal ein Gedanke gegen den Ausbruch war, weiß ich halt nicht. Ich glaube, da war oder ob es denen wirklich gefallen hat. Also ich glaube, in der persönlichen Evolution jedes Menschen gibt es diese Teenage-Phase. Und das ist ja die klassische Rebellionsphase, ja, die meistens bei uns jetzt mittlerweile noch locker in die 20er und so weiter mit reingeht. Ja, vielleicht und sogar in die 30er. Das ist der Moment der Neudefinition, wo, ja, wo die neue Generation sagt, nein, wir lehnen ab, was die Alten gemacht haben und wir machen unser eigenes Ding. Mhm. Und das ist übrigens auch extrem gut so, weil so entwickeln sich Gesellschaften weiter. Ja. Auch wenn diese Jugendgesellschaft manchmal komplett in die falsche Richtung abbiegt, spielt keine Rolle. Ich bin stolz auf unsere Jugend. Genau. Lass ein Like. Das Problem ist aber, dass sehr viele von denen einfach resignieren und zurückrutschen in das, was sie kennen. Weil das weniger Angst macht. Freiheit macht einfach Angst. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Freiheit und die, ich merke es jetzt, ne? Also weil ich bin jetzt zum ersten Mal, so die letzte Jahr über und so weiter, zum ersten Mal in meinem Leben so richtig, richtig Freelancer und auch noch im Kunstbereich, was sehr prekär ist, wo man nie genau weiß, wie es aussehen wird in ein paar Monaten. Ja, und es kann auch morgen vorbei sein. Dachtest du kriegst was? Ah, ja, doch nicht. Ciao. Genau. Und da merke ich halt zum Beispiel, was das für eine Belastung ist, weil die Unsicherheit ist immer da. Du kannst natürlich auch sagen, die Leute, die in der Festanstellung sind, leben in einer Illusion von Sicherheit, weil die können auch jeden Tag gefeuert werden und können nichts dagegen tun. Können sie. Aber die Illusion ist ja nett. Ja. Reicht ja, wenn ich dran glaube. Und dann haben die Anrechte auf ALG 1 und all diese Sachen. Es gibt ein Auffangnetz, der Staat möchte, dass du das... Die Krankenkassenbeiträge nicht komplett alleine zahlen, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Alleine diese Verhandlungen mit der Krankenkasse ständig. Oh, hör mir auf. Lass uns nicht über den Orga-Teil des Freelancertums reden. Nee, aber, ist unerträglich. Aber das ist halt das, was ich nun meine, ist, dass du da eine Erfahrung machst mit, wie ist es eigentlich, wenn ich mich für unsere gesellschaftlichen Verhältnisse relativ frei mache von bestimmten Zwängen, wie einen Chef haben und Dings und so weiter. Ja.
Weil dann, du hast ja trotzdem Zwänge. Du musst natürlich ja Geld haben, um zu leben in diesem Land. So. Ja. Punkt. Es sei denn, du bist bereit, irgendwie auf der Straße zu leben, von mir aus. Dann vielleicht nicht. Aber das ist natürlich auch ein hartes Leben. Das ist eine krasse Entscheidung. Ist das härteste Leben. Und die meisten Leute fällen diese Entscheidung ja nicht, sondern sie geraten da rein. Das ist aus Versehen da praktisch. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Freiheit. Mir ist neulich bewusst geworden, was das Problem ist mit dem Volksfest. Das ist mir jetzt gerade erst dazu bewusst geworden, weil du es erwähnt hast. Vorher habe ich darüber gar nicht über den Aspekt nachgedacht. Aber ich habe neulich festgestellt, ich habe mich ja immer über deutsche Comedy beschwert. Ja. Also der Grund, warum ich mit deutscher Comedy mit Comedy auf Deutsch angefangen habe, ist, dass ich gesagt habe, es muss besser gehen. Ja. Es ist nicht ich habe nicht mal diesen Impuls in mir drin, dass ich wahnsinnig berühmt werden will oder sowas. Ich möchte gerne angenehm davon leben, ja. Aber berühmt werden brauche ich nicht in dem klassischen Sinne von so Mario Barth, ich fülle das Olympiastadion. Ja. Und dann ist mir bewusst geworden, was ist mein Problem? Es ist einfach, dass richtig dumme Proleten dieses Feld komplett beherrscht haben über die letzten Jahrzehnte und richtig dumme Sachen gemacht haben für, muss man auch sagen, den dummen Teil des Publikums und der intelligente Teil hat schon lange abgeschaltet. Ja, die dachten auf einmal nur noch, es gibt nur noch Kabarett für sie. Ja, wir haben sehr viele Leute ans Kabarett verloren. Aber selbst das ist für mich auf eine andere Art und Weise dumm. So. I agree. Also ich glaube, die richtig Intelligenten, die haben einfach angefangen, ausländische Sachen zu konsumieren, weil es da einen höheren Standard gab. Ja. Sofern sie der Sprache mächtig waren. Ja, stimme ich komplett zu. Und überhaupt wussten, dass es das gibt. Und mit dem Internet kommt es jetzt auch immer mehr. Und dann habe ich so überlegt, ja, aber in welcher Kunstform in Deutschland wäre das denn anders für mich? Und dann bin ich die durchgegangen und habe festgestellt, es wäre in keiner einzigen Kunstform anders für mich. Interessant. Ich weiß es nicht, wie es in der Malerei ist. Auch, das wäre auch mein Punkt gewesen. Es gibt gewisse Bereiche, die kenne ich so gar nicht. Kann ich nicht einschätzen, wie gut der malerische Standard... Also, wenn ich was von einem Maler mitbekomme, der irgendwie interessante neue Sachen macht, ist es nie ein deutscher Maler. Nie. Ich kenne einen ziemlich berühmten deutschen Maler. Du hast jetzt in einem deutschen Theaterstück hast gedacht, wow. Ja. Man muss auch sagen, wir sind ja auch nicht ständig da. Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, hatte ich mit Till Reiners großen Streit drüber, weil er ist großer Theaterfan und er hat mir renitent widersprochen. Ja, natürlich. Aber hat mir auch gezeigt, gut, der hat dann aber auch 12 Namen genannt, die ich nicht kannte. Ja, ja. Und dann war ich halt wieder der Hack, der was scheiße fand, weil er nicht im Game ist. In diesen High-Art-Formen, die sehr klassisch sind, gibt es vielleicht noch ein paar Ausreißer, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber kommen wir mal zum Popkultur. Also Musik aktuell, moderne Musik. Moderne Popmusik. Ja, kenne ich keine deutschen, die mir richtig gut so popmäßig gefallen. Gibt es ein bisschen guten Nachwuchs, der mir gefällt? Ja, es gibt immer mal wieder hier und einen, aber die schaffen es auch nicht. Ja, die zumindest Leute, nicht riesig zu machen. Aber groß schon. Ich weiß nicht, ob du Betteroff kennst. So dieses Jahr ein bisschen gepoppt. Der spielt jetzt auch seine 1000er, 2000er. Ja, aber eben, das meine ich damit. Dann kriegst du halt irgendwie, dann kommt halt Nina Chuba mit ihrem Wildberry Lillet und alle sind so, whoop, whoop, und dann ist wieder Musst halt einen Song haben, der auf TikTok abgeht. Genau. Nicht mal was gegen sie. Die ist nicht mal die Schlimmste. Die hat ein paar ganz nette Songs tatsächlich. Ich habe mal ein bisschen bei der reingehört. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist da sehr, sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier leben. Also über 80 Millionen. Ja. Und der kulturelle Output ist schwach. Das, obwohl er staatlich eigentlich sehr gefördert wird. Uiuiui. Fernsehen. Ja. Ich habe hab gestern mit meiner Freundin aus Gag die Comedy-Märchenstunde auf Sat.1 geschaut. Ja. Ich werde jetzt schon traurig, ich weiß nicht mal warum. Ach, also ich möchte gar nicht. Was muss ich dazu sagen? Guckt es euch an. Also ist bestimmt in der Mediathek und dann müssen wir gar nicht groß drüber reden. Das läuft Primetime, muss man ehrlich sagen. Das läuft 2015 auf Sat.1. Besser wären die Spots nicht, die kriegen. Und da läuft halt sowas. Ja. Das ist nicht geil. Tanz? Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ich bin auf YouTube so ein bisschen in der Bubble drin von so Dance-Sachen, weil ich die manchmal ganz cool finde, wenn die so... Hab ich gar keine Expertise. Die Franzosen sind so viel besser als wir. Die Amis sowieso. Das ist ein ganz anderes Level. Aber das ist ja auch der große Export. Das weiß ich, wo ich letztens gesehen habe. Der größte Exportschlager der Amis ist Entertainment. Ja. Das ist quasi aber das ist halt Produkt. Die Sache. Die machen uns in jeder einzelnen Kategorie rund. Komplett nass. Komplett aber nass. Da akzeptiere ich das. Wo ich es nicht akzeptiere, ist, dass Frankreich uns auch in sehr vielen von diesen Kategorien rund macht. Ich weiß nicht. Ich erwarte irgendwie, dass der durchschnittliche Franzose, von dem erwarte ich, dass er mehr sophisticated ist als der durchschnittliche Deutsche. Ja, aber der durchschnittliche Engländer ist auch nicht so anders als der durchschnittliche Deutsche, aber trotzdem haben die so viel bessere Comedy als wir. Unfassbar viel besser. Ja. Müssen wir gar nicht drüber reden. Gar nicht drüber reden. Und ich meine, so kleine Länder wie Japan. Alter, hast du mal gesehen, was die für Hip-Hop-Dancer haben und so weiter. Das ist einfach crazy. Ja. Also, und ich glaube auch weirdly eine große, habe ich letztens gelernt, Beatbox-Community, weil ich mit einem Beatboxer aus Deutschland befreundet bin und ich war so, bitte, was haben die? Ja, also, die haben auch einfach eine derbe Hip-Hop-Community. Ja, weil ich komplett mindblown.
Und wir kriegen dann, no offense, was wir hier kriegen, ist einfach zu großen Teilen, wie gesagt, man kann nicht alles sehen. Es gibt Nischen. Nee, hast gar nicht die Zeit dazu. Und es gibt so kleine Künstler, die kaum auffallen, aber das ist genau mein Problem. Die Leute, die interessante Sachen machen, die werden in Deutschland eigentlich komplett ignoriert. Mhm. Die schaffen es nie, auf irgendein Level zu kommen, außer so ganz, ganz krass Indie. Mhm. Und ich glaube auch, und das muss man vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal sagen, Felix Lobrecht ist vielleicht der einzige deutsche Comedian, der so auf eine ganz weirde Indie-Schiene es geschafft hat, am System vorbei, Amen, ganz nach oben zu kommen mit modernem Stand-up, der auch nicht dumm ist. Ich würde sagen, halb am System vorbei. Ja. Nicht halb, komplett. Okay, halb. Weißt du, was ich, aber ich sag mal so, sehr unpeinlich. Ja. Das ist das, was ich bewundere. Ja. So den unpeinlichen Weg zu gehen, dabei die eigene Kunst nicht zu verraten. Das letzte Solo war mega. Und es ist angenehmer, jemanden zu sehen, wo ich denke, ah, der sackt ja nicht. Ja. Der ist ja, also, und jetzt kriegen wir langsam und vielleicht auch deswegen mehr, ein bisschen, es gibt ein bisschen mehr Atemraum auf dieser Ecke. Nur ein ganz kleines bisschen, mehr Spielraum zur Bewegung. Glaube ich auch. Und das macht aber auch das Internet, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, 100 Pro. Und trotzdem wird, also alle großen deutschen Medien werden nach wie vor das dümmstmögliche pushen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Systemproblem schon. Ja, genau. Oder? Aber ich glaube auch nicht, dass sie es nicht verstehen. Ich glaube, die denken, die haben eine Meinung vom deutschen Publikum, die unserer sehr ähnlich ist, nämlich, dass sie denken, es ist ein Trogvolk. Ja. Und sie haben auch nicht vor, es zu ändern. Sie realisieren nicht. Recht. Ich kann doch nicht immer mit dem Wort Trogvolk kommen und mich dann darüber aufregen, dass dann sowas produziert wird. Ja. Das stimmt schon. Wie gesagt, ich glaube, es ist aber auch so eine... Ja, die Frage ist, wie schnell würden wir kippen? Wenn wir oben wären und wir würden am Anfang so einen Haufen Indie-Projekte und coole Sachen und so weiter probieren. Ja. Und dann würden wir sehen... wir verbrennen gerade Kohle, weil die kriegen 3000 Views. Ja. Und wenn wir einmal irgendeine dusselige Show machen mit richtigen Vollassis oder irgendein krankes Reality-Format oder sonst irgendwas, dann ballern wir uns zu mit Millionen von Views. Ja. Also mir fällt das halt vor allen Dingen so bei Literatur auf. Ich lese ja sehr gerne. Oh ja, Literatur habe ich völlig vergessen. Da ist auch nochmal ein... Das ist furchtbar. Uiuiui. Also alle Leute, also, ja, da werden mittlerweile, sie... Mittlerweile, ey, also, weißt du, wer jetzt ein Buchdeal kriegt? Ach, jeder, der genug Instagram-Follower hat. Das wollte ich gerade sagen. Wo ist das, die Connection-Buchhandel? Das ist halt auch das... Naja, ich meine, ich verstehe es in a way, dass man halt sagt, gut, du hast jetzt so und so viele Twitter-Follower, so und so viel Insti und jetzt pitchen wir dir einen Buchdeal und natürlich auch nie... Du, ganz ehrlich, wenn du deine Tweets aneinander reißt, ist praktisch ein Buch. Das ist halt mein Problem, wo ich mir denke, wenn... Also ich liebe Literatur, aber ich liebe halt am meisten Romane. Ich liebe es, Romane zu lesen. Aber niemand von denen kriegt einen Romanbuchdeal. Das ist immer so, rotz doch mal deine Befindlichkeiten jetzt hier dahin. Hier ist dein Vorschuss, du hast so und so viele FollowerInnen und wir hoffen, dass sich das so und so gut verkauft, weil wir glauben ja eh an niemanden. Und wer kauft schon einen Roman von jemandem, dessen Namen er nicht kennt? Ja. Wem machst du da jetzt den Vorwurf? Das Problem ist halt, ja, dann kommt halt sehr viel mittelmäßige Befindlichkeitsliteratur raus, die mich persönlich, könnte mich nicht weniger aggressiv mittelmäßig. Aggressiv mittelmäßig. Ja. Der letzte gute Roman, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie er hieß. Ich glaube, Boulevard des Schreckens von Moritz Hürten. Ja. Das war sehr, sehr gut. Aber gut, ist auch Chefredakteur der Titanic gewesen. Aber kennt ihr auch wieder keine Sau? Ja. Wer von euch kannte ihn denn jetzt, als ich es gerade gesagt habe? Ich habe ein Literaturformat auf Radio 1 gehört. Ich weiß nicht genau, was es war. Und die haben eine interessante Sendung gemacht. Und zwar, da haben Leute angerufen und gesagt, sie suchen ein Geschenk, ein Buchgeschenk für Weihnachten für eine Person. Dann mussten sie die Person beschreiben. Ah, und dann, nice. Das klingt gut. Und das war cool. Das Gott schätze Radio 1, guter Sender. Ja, aber auch da recht auffällig, fast alle empfohlenen Bücher waren nicht aus Deutschland. Und die Leute da, die sind ja auf ihre Art und Weise Literaturspezialisten. Na, also sind auf jeden Fall hochgradig interessiert auf jeden Fall. Und also ich habe da sehr selten einen deutschen Buchtitel gefunden, der empfohlen wurde. Es war wirklich zu 90% irgendwie, ich wüsste gerade auch nicht. Es gibt jetzt hier so ein Buch aus Nigeria, es gibt jetzt wirklich aus jedem Land der Welt, nur nicht Deutschland. Und das aus dem Land, was ich selber als Land der Dichter und Denker bezeichnet. Aber es ist ja auch hart. Also wie willst du denn als junger... Können wir darüber reden, wie arrogant das ist, von einem Land das von sich zu behaupten? Ja. Ich hab arroganter Das ist kein Witz. Ich habe für ein Bit versucht zu recherchieren, wo dieses Zitat herkommt. Ja. Und ich konnte keine klare Antwort finden, aber alles, was deutet darauf hin, dass dieses Zitat aus Deutschland von Deutschen stammt. Natürlich! Es waren nicht die Franzosen, die gesagt haben, ja, die Deutschen, das ist ein Land von Dichtern und Denkern. Ja? Und wenn, dann haben sie es so gesagt wie ich gerade. Sehr ironisch. Und die Deutschen waren so, ja, das klingt gut.
Das ist für mich die einzige Erklärung, dass irgendein Engländer oder sowas gesagt hat, ja, ihr seid wirklich ein Land von Dichtern und Denkern, Leute. Aber das stimmt ja, weil wenn ich an den Deutschen denke, denke ich, muss ich halt gestehen, immer noch an echt gute Ingenieurskunst und ein paar Assis, die in eine Maß kotzen. Ja. Das ist für mich Deutschland. Da kommt für mich nicht der Dichter und Denker gerade. Das war vielleicht mal so und das ist auch eine nette Narrative, aber... unser großer Denker ist gerade Richard David Precht. Yeah. Let it sink in. Yeah. Und er hat einen Podcast mit Markus Lanz. Yeah. Unser größter Denker hat einen Podcast mit Markus Lanz. Unserem anderen größten Denker. Jonas, was machen wir denn mit diesem Land? Wir beide wären, glaube ich, keine großen Freunde mehr. Wir versuchen es immer. Wir machen die Schweine smart. Weil ich öffne ja mein Herz. Ich lege ja mein Herz da immer hin. Ja. Und ich will ja an das Land glauben. Ja. Und that being said, ist natürlich auch maßlos überspitzt. Ich war mit Till auf Tour. Es gibt sehr viele nette, smarte Leute, die gute Kunst konsumieren wollen. Das existiert ja. Aber der Löwenteil ist es halt immer noch nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist halt das Problem. Also, was du da gesehen hast, ist eine Minderheit. Ja, ich weiß. Und das ist auch keine kleine Minderheit. Es gibt sicherlich, da müsste ich mir jetzt Prozente aus dem Arsch ziehen, keine Ahnung. Aber es ist auf definitiv nicht die Mehrheit. Nein. Auch unter die Mehrheit ist woanders. Also, auch sorry, unter denen gibt es sicherlich ein Gefälle. Ja. Ne? Da kommen auch Leute hin, weil sie Till im Fernsehen zum ersten Mal gesehen haben. Wir müssen mal zum Ende kommen. Und dachten so, ja, vielleicht ist das ganz lustig oder ja, so. Ja, natürlich. Also es ist auch nicht so, dass die da alle voll drin sind. Nein, und es gibt auch noch Leute, also das waren große Räume und es gibt Leute, die spielen das Zehnfache dieser Größe. Muss man einfach ehrlich dazu sagen. Es gibt Leute, die produzieren jede zweite Woche einen ziemlich peinlichen oder sogar ekelhaften Skandal und werden vom deutschen Fernsehen trotzdem hofiert. Genau. Und weil die Quoten da sind. Ja. Und das ist einfach eindeutig. Also am Ende haben wir schon wieder ein Systemproblem, oder? Ja. Sowohl beim Volksfesten als auch... Wir haben ein Problem mit systemischer Dämlichkeit. Amen. Ja. Oh Mann, man merkt, dass Ivi nicht hier war. Ja. Weil Ivi, der ist immer noch ein bisschen dankbar auf dieses Land. Und das haben wir gar nicht. Nee. Das ist das Privileg, wenn man von hier hier geboren ist und so, dann kann man auch sagen, also fuck you. Ivan hätte bestimmt nochmal gesagt, ja, aber Freunde, auch ist nett hier. Und wir waren so, nein! Nee, das wollte ich ja damit gar nicht. Es ging ja nur um Kultur gerade. Es ging jetzt nicht darum, dass andere Sachen in Deutschland... Stimmt, Volksfesten ist ja auch eine Form von Kultur. Genau, deswegen meine ich, das hat mich gerade daran erinnert. Ja. Weil das ist dasselbe Problem. Ja. Das ist wieder eine Geschichte, die für den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich Saufen... Saufen und schlechte... Und eingängige Musik. Die Musik muss ganz einfach sein. Das sind Kinderlieder. Kinderlieder. Also musikalisch gesehen sind das Kinderlieder. Ja. Die sind so einfach gebaut und so leicht zu merken, das ist genau das, was man bei einem Kinderlied macht. Ja. Und der einzige Unterschied ist, dass die Texte oft explizit sexueller Natur sind. Ja, genau. Ja, das ist aber lustig dann. Ja. Weil das auch die Humorfarbe und das Humorlevel ist so. Ja. der meinte eigentlich ficken. Das ist das Humorniveau. Mittlerweile muss man ja nicht mehr sagen, er meinte eigentlich ficken. Er singt ja. Wir sind Wahnsinn, an dem Punkt. Ach toll, tippitoppi. Du, wir müssen unbedingt zum Ende kommen, wir sind richtig, wir haben ein bisschen überzogen, aber für euch überziehen wir doch gerne. Lass mich dann mit einem Satz enden, der euch richtig runterziehen wird. Ich habe neulich eine Weihnachtsfeier gemacht, bespielt, von einem sehr netten Ingenieursbüro, sehr nette Leute. So. Ja. Aber natürlich, wie das so ist, man kommt da rein, ist ein Restaurant, es ist jetzt keine Bühne, kein Dings, ich habe einen Verstärker dabei. Hast du wenigstens einen Mic gehabt? Ja, habe ich mir selber mitgebracht, alles. Smart. Von Rona geliehen. Smart. Danke Rona. Jedenfalls. Sehr smart. Ich spiele mein Programm, es kommt auch okay an. Ja. Es gibt ein paar Leute, die lachen, der Großteil lächelt und man, es ist 18 Uhr, die Leute haben noch nicht gegessen, es ist alles, wie es ist. Alles so. Ich habe mich dann auch ein bisschen mit denen unterhalten, sehr nette Leute. Ja. Jedenfalls kommt dann am Ende eine Dame zu mir, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, die arbeitet jedenfalls da noch, also so alt war sie definitiv nicht, aber etwas älter als ich, sagen wir mal 10 Jahre älter als ich. So. Kommt zu mir und sagt, sie fand das eigentlich ganz toll und so. Sie wollte nur sagen, sie lacht halt nicht, sondern das höchste der Gefühle für sie ist halt so zu lächeln, wenn sie etwas sehr lustig findet. Und sie fand es sehr lustig, aber so reagiert sie halt. Ne? Ja. Weil ich halt manchmal auch ein bisschen dann darauf reagiert habe, wenn es so still war oder so. Ne? Weil das musst du ansprechen, du kannst es nicht einfach so übergehen. Ja, du kannst nicht so tun, als würde es nicht passieren. Und dann meinte sie so als Erklärung, und das hat mir das Herz gebrochen für sie, wenn man älter wird, dann lacht man halt nicht mehr so viel. Man verliert das Lachen so mit dem Älterwerden. Und ich wusste nicht, was ich ihr sagen soll. Just end it. Nee, ich wollte die wirklich in den Arm nehmen. Ja, natürlich, das ist so sad. Ja. Ja, muss nicht, also ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich kaufe ihre These nicht. Du vielleicht, Schatz, vielleicht hast du 2, 3 Entscheidungen getroffen und dich ein bisschen zu sehr an die Regeln gehalten. Dann tut mir das auch leid. Na, aber sie könnte ja auch noch alles ändern. Sie kann ja noch alles ändern.
Das ist das Wichtige dabei. Also eigentlich kann sie ja, aber tut sie es? Ja, aber ich konnte da jetzt nicht diese Diskussion aufmachen. Nein, aber einem Gig mit jemandem, den du nicht kennst. Ja. Unmöglich. Aber ich wollte ja auch sagen, so, was du mir da gerade sagst oder was sie mir da gerade sagen, klingt sehr danach, als hätten sie eine Depression. Ja. Und ich hatte ja auch eine Depression. Ich kämpfe auch immer noch damit. Ich verstehe das Gefühl. Aber da muss man halt auch dann irgendwie einsehen, dass man ein Problem hat und sich Hilfe suchen. Weil es wird nicht von alleine besser. Da hilft auch nicht genug schlafen und ein bisschen Sport machen. Nein! Man muss dann schon da ans Eingemachte gehen. Ja. Ja. Gut, also ist das unser Schlusswort, ist, wenn ihr nicht mehr lachen könnt, holt euch Hilfe. Ja. Wir leben in einem Land, wo 90% des Landes einen schlechten Geschmack hat. Ja, es ist alles furchtbar. Es ist alles furchtbar. Die Kunst Weihnachten! Die Kunst liegt am Boden. Und das in jedem Genre. Und, frohe Weihnachten! Und wir veröffentlichen eine, wisst ihr was? Das war eine der sadesten und meckerigsten Folgen, die wir jemals hatten. Eine richtige Berliner Folge. Hier ist mein Gegenvorschlag. Ja. Wenn ihr der Meinung seid, ihr kennt ein richtig gutes deutsches Buch, von dem keiner gehört hat. Oh, und bitte der letzten 2 bis 5 Jahre. Ja, genau. Nicht jetzt hier mit Hermann Hesse Schick ankommen. Schick mir nicht Böll. Habe ich gelesen. Ja. Also, das ist jetzt. Bitte lass die Klassiker liegen. Ja, genau. Aber gerne ein modernes, gutes Buch. Dann kommt damit einfach mal, schickt uns das einfach. Schickt uns einfach hier. Das habe ich gelesen neulich, ich fand es richtig gut. Ja, ey, ohne Scheiß, ich werde es dann lesen. Und wisst ihr was? Wenn ihr uns einen längeren Text schreibt, dann lese ich den vor. Hm? Also wenn ihr uns schreibt, so das sind die Gründe dafür. Ja, und seid auch gern wütend darüber, dass wir Scheiße erzählen. Genau. Bitte callt uns. Ja. Ich nehm alles und ich gucke mir gute Kunst an. Das kommt ja aus einem Ort der Unzufriedenheit und dem Wunsch nach Besserung. Ja. Das ist jetzt nicht nur Lackerhass. Wenn ihr mir Musik schickt und ich da reinhöre und es ist Müll, dann blockiere ich euch auf Instagram. Ich nehme eher eure Literaturempfehlungen als Musikempfehlungen. Ich ganz ehrlich, ich werde es mir nicht anhören. Weil dann kommt wieder irgendjemand und ihr sagt so, ja, hier kennst du schon Hulk Hoden. Und ich so, Hallo, pass auf, was du über Hulk Hoden sagst. Ganz tolles neues Beat-Album. Ist okay. Aber ich bin dann so, es ist genau das. Es ist okay. Ja, ist ja auch okay. Es ist okay. Ist auch okay. Jetzt wollen wir am Ende noch schnell was pluggen. Ja, wir haben total vergessen. Patreon. Ja, bitte. Gerne unterstützt ihr uns da. Das wäre sehr, sehr lieb. Ja. Weil wir haben viel vor nächstes Jahr. Ich kann noch nicht sagen was, aber wir haben einiges an technischen Neuerungen, die sehr interessant auch für euch dann konsumententechnisch werden. Ja. Und das hilft uns natürlich auch einfach als strugglende Artist. Ja, so, Punkt. Muss man auch einfach sagen. So. Punkt. Und das geht ja auch an unseren Producer, an Georg, der mit uns spielt. Der kriegt auch einen Anteil und so. Also es ist halt alles so Fair Play. Weil ich bin ja, der Cottbusser Finn Kliman bezahlt nämlich seine Angestellten. Ja. Ja. Der kommunistische Finn Kliman. Der kommunistische Finn Kliman. Die werden sogar Leute bezahlt. Ansonsten bitte folgt uns auf Instagram. Ja. Auch, also es gibt vmd.podcast für VMD, ne? Und es gibt vmp.podcast für VMP, logisch. Es wäre lieb, wenn ihr uns da bei beiden Sachen folgt. Ganz, ganz wichtig, auch oder TikTok gibt es auch, beides. Könnt ihr beides finden, weil wir haben jetzt den Monster-Glossar und solche Sachen. Es gibt jetzt endlich mal VMD-Inhalte und es gibt natürlich immer VMP-Inhalte. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr teilt, weil das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie wir neues Publikum bekommen. Einfach Clips teilen. Also wenn ihr was lustig fandet, teilt's. Wenn ihr die Folge hört, teilt die Folge auf eurem Profil. Das ist mega, mega lieb von euch. Viele Leute machen das auch schon. Wir haben eine Spotify-Wrap-Up gesehen. Ja, ihr seid so nett. Ihr teilt so viel mehr als andere. Wir sind ein kleiner, feiner Podcast, aber wir haben eine der stärksten Unterstützungs-Base von Zuhörern. Bestimmt. Und da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf, weil das nämlich für mich heißt, dass ihr das qualitativ tatsächlich wertschätzt. Ja. Und nicht nur so nebenbei. Hat. So. Das ist wichtig. Hast du sonst noch was zu pluggen? Ja. Nein, habe ich nicht. Habe ich was zu pluggen? Nee, ich bin immer noch dabei, meinen Solo-Termin an Land zu ziehen in dieser feinen kleinen Jazzbar, die ich gefunden habe. Ja. Und ich warte jetzt auf Antwort und die sind sehr langsam. Natürlich, sind Jazz-Leute. Die sind da und sind so bubadubadubadub, E-Mail auf, E-Mail zu. Entwurf gespeichert. Also, nee, wir haben noch einen Termin gemeinsam, mein Schatz. Am 28.01. nehme ich hier mit Monkey Room. Ja. Du, Ivi und ich. Ja. Also, ich möchte ehrlich sein, ich glaube, wir wissen noch nicht genau, was wir machen werden. Vielleicht spielen wir Pen and Paper, vielleicht machen wir Stand-Up, vielleicht machen wir einen Live-Podcast. Wenn ihr uns drei sehen wollt, wir sind auf jeden Fall zu 100%... Warum kombinieren wir das nicht alles? Jonas, jetzt hör doch mal auf, die Leute verwirrst du die Leute wieder. Das ist ja mega. Jonas, die sind doch auch aus diesem... Erste Hälfte macht jeder von uns 7 Minuten Stand-Up. Als Fahrer. Hintereinander weg. Dann setzen wir uns hin, regen uns über deutsche Kultur auf. Dann ist Pause. Dann ist VMD. Ja.
Ja. Am Ende gibt es ein Q&A als Veronika Ferris. Genau. Genau. Mega Showkonzept. Das finde ich nicht schlecht. 28.01. im Mad Monkey Room. Könnt ihr eure drei Boys sehen? Den Termin bitte aufschreiben. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne plangen würde. Ja. Ich habe am 19. Ich habe was Wichtiges vergessen, aber red weiter. Ja. Ich habe am 19.01. Eine Show mit Till Reiners zusammen. Die Show heißt Butzke Stand-Up. Präsentiert von Till Reiners mit Falk Pürcek. Das ist im Ritter Butzke eine Comedy-Show. Till Reiners und ich moderieren das Ding. Wir laden den heißen, geilen Scheiß der Berliner Untergrund-Comedy ein. Es wird einfach ein netter Abend. Jokes werden getestet. Ist wird nett. Aber ein netter, schöner Comedy-Abend. 19.01. ist der erste Termin. Tickets sollten online sein, wenn ihr das hört. Auf der Seite von Till Reiners, in meiner Bio und bei der Seite des Ritter Butzke. Okay. Das wollte ich plagen. Ich bin nicht dabei. Habe ich gerade erfahren. Ach so. Bin ich dabei? Ich habe dich gefragt, ob du den Termin willst, du Nasenbär. Ach so, okay. Kannst du dich nie mehr dran erinnern? Nee, weil du es gerade so gesagt hast, du hast mich so ausgespart. Und deswegen dachte ich so, okay, ist das jetzt deine Art und Weise, mir zu sagen, dass ich nicht dabei bin? Okay. Hä? Bin ich dabei? Ja, ich habe dich doch gefragt, na sicher bist du dabei. Okay, du gut. Dann ist gut. Nein, dann ist ja gut. Ich wusste es nicht. Ja, ja, ich wusste nicht, ob das jetzt deine Art und Weise ist. Nein, ey, das ist so unsympathisch. Wow. Aber wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Haben wir nicht? Fuck. Glaube ich nicht. Jesus. Patreon, Insti, wir haben nichts vergessen. Patreon, Insti, TikTok. Wir haben nichts vergessen. Patreon, Insti, TikTok. Ja. Shows gesagt. Shows sind gesagt, wir haben nichts gemacht. Du, was wir jetzt vergessen haben, ist abzumoderieren. Wir müssen jetzt nämlich langsam mal, Jonas. Ja, okay, dann los. Wir müssen langsam. Ja. So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, ihr seid toll. Kommt gut nach Hause. Gott schützt Internet. Und nehmt immer die volle Kaution. Peng, peng. Piu, piu, piu. Peng. Verprügelt mit Punchlines.